Ihr seid ja alle ganz schön geil drauf, 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 drauf. Willkommen hier in der O2 Arena. Dachte, ich wäre gemutet. War ich aber nicht. Hey Leute, was geht ab? Heute geht's ab. Tag der Tage. Bin vorbereitet. Nur Proteinshakes. Nur rohe Eier gegessen. Liegestütze gemacht. Ich bin Treppen in Berlin hoch und runter gerannt, bin oben angekommen, hab so gemacht. Und dann habe ich mich hingelegt und geschlafen, den ganzen Tag. Und jetzt sind wir hier, machen wir einen kleinen Stream. Wie geht's euch? Schön, dass ihr dabei seid. Wir fangen auch demnächst schon an, direkt ohne groß Geplänkel. Ich muss meine Energie natürlich haushalten. Ich habe ein dickes, fettes Gurkenglas Wasser. Friese, jawohl. Gurkenglas für Gurken-Energy, das stimmt. Danke für die Subs, die rein husteln. Krass, wir sind schon 1000 Zuschauer, alles klar. So, hallo an alle Bonjour-Zuschauer an dieser Stelle. Ach Leute, ihr seid, wir machen hier verrückte Sachen. Das ist ein verrückter Stream. So, wir machen gleich erstmal Ja und begrüßen alle Leute. Und wir werden gleich mit der Charaktererstellung beginnen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich kann ja so viel sagen. Ich habe mich heute vorbereitet. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ja? Ich habe hier schon eine Liste mir aufgeschrieben mit Sachen, die ich abarbeiten will. Und Henno meinte auch heute schon auf Twitter, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass ihr alle so, auf einmal redet Henno hamburgerisch, auf jeden Fall, weiß auch nicht warum, aber dass wir alle so tryharden. Das ist nämlich typisch Henno. Der weiß, der wird genauso tryharden. Der macht jetzt hier einen auf Tiefstapeln im Internet. Und dann wird er alle überraschen. Ich mach's andersrum. Ich werde überhaupt nicht tief stapeln. Ich habe eher die Straße gewählt und fahre da gerade mit meinem Road Truck Train entlang. Also mit wehenden Fahnen habe ich die Straße der dicke Eier gewählt. Der ich kann das, ich sehe mich weit vorne, ich werde nicht verscheißen. Straße. Und wenn man einmal in der Straße langfährt und Leute einfach auch über Leute drüber fährt und sowas, also über andere Autos und so, dann ist es sehr schwer, wieder zurückzubiegen. Von daher, heute einfach mal knallhart konzentriert spielen. Ich habe es jetzt die letzten Streams hier in der Woche auch immer wieder gesagt. Man glaubt mir das ja dann nicht. Dann sagen immer die Leute so, nee, Donny, du machst dann eh wieder irgendwelche Gags und dann fällst du irgendwo runter. Nein, heute nicht. Ich bin im Full-Hard-Try-Modus. Und werde tatsächlich mich wirklich aufs Spiel konzentrieren. Und wenn ihr dabei seid, freue ich mich. Aber als ob ich mit euch interagiere oder so. Habt ihr euch mal geschnitten? Da könnt ihr in einen anderen Stream gehen. Hallo Leute, eins im Chat. Nee, heute nicht. Heute wird richtig hart geballert, ich bin concentrated, ich habe original keine Hose an, weil ich untenrum einfach Luft brauche für gute Parries. Eins im Chat, wer es kennt. Jetzt könnt ihr mal sagen, jetzt können wir interagieren. Ohne Hose parriert sich's geiler. Das weiß man. Ja. Also, ey, vielen Dank, Knackbarsch, Alter, für 10 Gifted-Subs. What the fuck? Cheers, mate. Danke, danke, danke. Ja, wir sind auf jeden Fall genug Leute. Ich würde sagen, wir starten, weil wir müssen ja eh noch ein bisschen erstmal den Charakter erstellen. Ich habe da auch noch eine kleine Überraschung für euch, beziehungsweise aus der Community hat jemand diesen wunderbaren jungen Herrn gemacht. Den habe ich heute nochmal mein Gesicht drüber gelegt. Und zwar, ich habe direkt die Werte bekommen von Bim Blanco. An dieser Stelle liebe Grüße. Ich glaube, der ist noch gar nicht hier. Der meint, der kann erst später dazukommen. Aber ihr könnt es ihm ja klippen. Hey, Bim Blanco. Gut gemacht, Dankeschön. Er hat mir nämlich die 17 Screenshots geschickt, Leute. Ja, wir gehen jetzt durch 17 Screenshots, beziehungsweise ich, und werde immer wieder raustappen. Aber ich habe Bock, den Charakter kurz zu erstellen. Das heißt, ich gehe schon mal hier ins Game rein. Bin ein alter Gamer. Ich weiß nicht, seid ihr auch Gamer? Seid ihr Gamer? Ich bin mir sicher, ich bin ja wahrscheinlich ein paar Neue dabei. Also wir bei mir im Stream sind ziemliche Gamer. Ja, also Gaming wird groß geschrieben bei uns, auch im Verb. Ah, ich kann mir nicht ins Spiel tabben. Scheiße, wie macht man da mal? Oh, nee, Technik doch nicht jetzt schon. Alt, Enter, Steuerung, Enter. Mann, ach so. Wie mache ich das Spiel nochmal Vollbild jetzt?
Mann! Wie? Ich hab das Spiel da. Hier, guck. Aber ich hab's hier nicht Vollbild. Wie geht das nochmal? Alt, Enter. Aber was macht der? Macht hier Fehlermeldung immer. Ich glaube, ich muss neu starten. Naja. Gut. Es ist so typisch, Leute. Oh, aber das Gute ist, ich verfälsche hier nichts. Ja? Hier von wegen großes Event, viele Zuschauer, mehr Zuschauer als sonst. Nein, man bleibt sich treu. Bei uns wird immer irgendwas geht kaputt mit der Technik. Und mit kaputt mit der Technik meine ich, wollen wir ehrlich sein, ich verkacke irgendwas. Ich mache irgendwas falsch. Aber scheiß auch drauf. Es geht da rein. Wir rufen uns rein. Es wird zwar ein, der Run ist wichtig. Ich werde mir Mühe geben natürlich. Aber es ist auch trotzdem, soll es gemütlich bleiben hier, ja? Wieso macht er das nicht mehr im Vollbild auf? Ich schwöre euch, der macht nicht mehr Vollbild. Wirklich nicht. Ich hab's vorhin getestet. Der geht nicht mehr ins Vollbild, die Scheiße. Ah! Warum nicht? Ich raff das nicht. Ich bin im Spiel, ihr seht's ja. Aber es ist einfach so mega schräg. Gib die rechte Alt-Taste. Nee, es geht auch nicht. Der kriegt das irgendwie. Nee, der spinnt gerade irgendwie. Ja, ich erstmal wichtig, keine Panik. Keine Panik. Auf der Titanic. Land in Sicht, wir sterben nicht. Wieder alles im Griff. Wow, auf dem sinkenden Schiff. Wow. Ja, ich weiß nicht. System, kann man mal irgendwie Vollbild machen oder so? PC-Einstellung. Auflösung. Vollbild oder so. Er macht es einfach nicht. Ist wirklich ein Windows-Fehler. Ich kann jetzt nicht neu starten. Das sind so Sachen, Leute, die regen mich richtig auf. Warum sind Computer so scheiße? Mal ganz ehrlich. Könnt ihr es mir sagen? Da stand es doch. Was stand da? Optionen. Ich hab's doch wirklich alles getestet. Da stand Fenstermodus. Ach so. Oh. Ja, okay, ich sehe es jetzt. Ja, manchmal ist Chat gar nicht so unnütz. Muss man auch mal sagen. Danke, Leute. So, wie komme ich jetzt hier raus? Okay. Alles klar, jetzt haben wir es. Okay, also, wichtig, jetzt müssen wir auf die Regeln schon mal achten. Ich habe nämlich, Leute, passt auf, Profi-Fucking-Streamer. Ah, ich kann das immer einblenden hier per Knopf. Ich muss einmal kurz mal raustappen, damit ich hier alles sehe. Das hat geklappt, ne? Ja, geil. Guck mal, ist doch cool. So, jetzt haben wir es. Alles klar. Kurz kleine Mini-Panikattacke. Ich will nicht lügen. Mein Herz hat gepocht. Schneller als sonst. Aber das ist ja klar, weil ihr seid da. Ich esse euch. So, okay, rein da. Und jetzt muss ich mir kurz hier auf Dings die Screenshots holen, damit ich die da habe. Okay, cool. Also, wir spielen offline, haben wir gesagt. Das ist schon mal die erste Regel. Können wir hier mal gucken, für alle, die gerade dabei sind, neu. Ihr könnt natürlich auch immer im Chat eingeben, Ausrufezeichen, DLDU und ich sag fast jedes Mal Dildo. Ihr auch? So, jetzt mal raus und jetzt gehen wir mal auf neues Spiel. Ich setze mir jetzt auch die Kopfhörer auf, denn jetzt wird's ernst, Leute. Die Musik mögen wir. So, Charakternamen, da machen wir gar keine Faxen hier. Donny. Ich spiele nie mit Donny. Vielleicht ist das mal gut. Nicht irgendwie so ein Quatschnamen irgendwie oder sowas Witziges oder so. Oder Anus von Penisbert. Heute spielen wir mal mit Donny. Weißt du was? We're keeping it simple. Geschlecht. Männlich. Bin ich. Klasse. Bin ich auch. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt wird's wichtig, Leute. Jetzt natürlich ganz wichtig. Das sind jetzt schon mal die wichtigen Infos. Ja? Womit spiele ich? Ich habe mir hier eine kleine Strategie zurechtgelegt. Und zwar spiele ich als Krieger. Ja? Krieger und als Gabe, ganz wichtig, spiele ich mit dem Generalschlüssel. Warum, fragt ihr euch jetzt? Müsst ihr kleinen Mäuse euch noch ein bisschen gedulden, müsst euch dann noch geben, die Kenner wissen es. Figur ist mir egal. Ja, okay, wollen die mich ja nachmachen, was bin ich denn gerade? Ja, ein bisschen Corona-mäßig. Obwohl, ja, ich bin normal, was ist die Scheiße. So, Gesicht. So, jetzt muss ich nämlich hier schon gucken. Ich bin Drachenschule und jetzt gehe ich auf, jetzt kann man hier, wo macht man die ganzen Settings nochmal?
Jetzt bin ich natürlich, jetzt weiß ich, check ich gerade nicht. Wo geht man nochmal so in die ganzen Bearbeiten? Ah shit, wie geht das nochmal? Dass man jetzt in die ganzen Details geht vom von der Bearbeitung. Anpassen, okay, warte mal. Nochmal, ich mach's ja immer. Und dann anpassen. Ah ja, genau, danke. Perfekt, jetzt muss ich hier auf Balance gehen erstmal. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich muss jetzt halt immer raustappen. Aber wenn sich der Bim Blanco schon die Mühe gemacht hat, diesen hier nachzubauen, den ihr mit hinter mir seht, dann wollen wir den auch nutzen, finde ich. So viel Zeit muss sein. So, jetzt ganz kurz, aber ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Ich sehe jetzt hier also Zufall und dann, das ist natürlich schon jetzt tricky, ne? Jetzt hat er hier so, Alter, warte mal, wo bin ich jetzt hier? Ich mach mal so ungefähr und dann hier so. Dann Proportion, das ist jetzt sehr wichtig, so. Weil der hat sich echt Mühe gegeben, das sieht echt genauso aus wie ich. Dann Frisur kurz. Haare, Iris, grau. Ja klar. Ne? So, jetzt, und jetzt, wie geht man weiter? Wie geht man jetzt weiter? Ach so, genau, Stirn. Okay, ja, jetzt check ich das hier nicht ganz genau. Wo ist denn der jetzt hier? Gesamtanpassung wählen. Wo sehe ich ihn jetzt, wo er? Nase. Ist das Nase? Okay. Oh Gott. Das ist übelst viel. Ich hoffe, es nervt euch jetzt nicht, aber da müssen wir jetzt durch. Aber das wird sich lohnen, glaube ich. So Nasenrücken, so ungefähr. Aber das, hä, das ändert sich ja immer mit. Warum ändern sich die anderen Sachen mit? Warum? So, warte mal. Hier kann man es eingeben. Balance suche ich. Hä? Wo ist denn Balance? Ah, hier. Okay, ich habe es falsch gemacht. So, hier waren wir. So. Dann ungefähr so. Das machen wir jetzt ruckzuck. Ihr könnt ja ein bisschen... Lernt euch doch mal kennen im Chat währenddessen. Oh, lol. Ansonsten kann ich euch ja mal erzählen. Warum wechseln die beide jetzt? Was ist das? Warum kann man das nicht... Warum kann man das nicht einzeln ändern? Warum ändern sich die anderen Sachen mit? Weil dann sind die anderen Sachen wieder nicht richtig. Oh, ich glaube, Bim Blanco, ich muss dich enttäuschen. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Das jetzt überfordert mich gerade. Weil die anderen Sachen ändern sich irgendwie mit. Warum? Naja, ich mache mir gerade schon wieder zu Stress. Ey, warte mal, immer noch mal so. Ja, das geht leider nicht tatsächlich, Leute, weil der hat überall... jetzt ungefähr so habe ich es jetzt, wie er es hat. Warum ändern sich die Sachen mit? Ist ja voll komisch. So. Und jetzt gehen wir auf Farbton. Muss ich jetzt ein bisschen hier raustappen wieder? Es sind übrigens 17 Screenshots, Leute. Scheiße. Oh nee. Aber komm. Ich glaube, es wird sich lohnen. Es ist ein Berg, den wir gemeinsam erklimmen jetzt hier. Hautfarbe. So, da hat er das ganz nach Tagen. Oh, da hat er mich blass gemacht, du, der Kollege. So, dann. Aber guck mal, das verstehe ich nicht. Okay, ich höre jetzt auf, mich darüber aufzuregen, dass ich das immer mitende. Warte mal, da muss man jetzt aber genau sein. Das ist ja schon voll. So braun bin ich nicht. Rosig. Dann geht's hier in Richtung. Die Richtung? Ungefähr. Dann. Nee. Ach, Leute. Es tut mir leid, ich glaube, ich raff das irgendwie nicht. Weil, wenn wir jetzt 17 von den Screen. Es tut mir echt leid. Wir müssen, glaube ich, einfach irgendeinen anderen Charakter, also normal machen. Weil ich raff das hier nicht. Es tut mir echt leid. Weil immer wenn ich was drehe, dann drehen sich andere mit, weil hier steht was. Kann es sein, dass der Herkunft liegt oder so? Nee, ich habe die Herkunft richtig gemacht. Ja, komm. Scheiß drauf. Der Wille war da. Danke Bim Blanco an. Er hat uns nämlich, für alle, die neu eingeschaltet haben, gerade dazugekommen sind. Er hat uns diesen wunderbaren Charakter, hat er erstellt und mir geschickt. Den haben wir jetzt hier auch als Emote. Und ich hätte den gerne jetzt für heute erstellt. Aber wollen wir ehrlich sein, es geht in erster Linie um den Run. Und dafür muss ich natürlich meine Konzentration und meine ganze Kraft heute aufbringen. Ne? Deswegen auch für euch. Jetzt sind wir fast 2000 Leute. Schön, dass ihr da seid. Ich habe heute mich nur von Proteinshakes und rohen Eiern ernährt. Ich bin laufen gegangen. Stetig habe ich mir Matteo angehört. Ich habe mir Zusammenschnitte gemacht, nur von Matteos Stimme. Einfach nur als Motivation. Wie er irgendwie so bei RimWorld irgendwas erzählt. Ja, dann muss man das da bauen und irgendwie, was soll das? Ich verstehe es nicht. Irgendwie den ganzen Tag habe ich mir das angehört. Und habe ich so gelaufen. Und immer so,
in die Luft gedingt, sondern Perry, Perry, Perry. Und Backstep, Backstep. Also ich bin sowas von fucking pumped, Leute. Und ich hab so Bock. Und ich hab mir eine fucking Liste gemacht. Ich weiß jetzt, ich weiß zumindest die erste Stunde auf jeden Fall, wo es lang geht. Und es wird sich jetzt hier nichts gerüttelt. Es wird für mich sehr seltsam sein, weil ich eigentlich gewohnt bin, absolutes Premium-Entertainment abzuliefern. Ein Gag nach dem anderen. Die Leute, wir steigern uns so rein bei mir im Stream. Die Leute im Chat sind witzig, ich bin witzig, ist alles so geil. Aber heute nicht. Heute bin ich fucking ruhig und bin konzentriert. Und die Leute werden dazukommen und sich denken, wer ist das? Ist das Donny? Nee, da spielt ja einer voll gut und konzentriert sich. Ich mache gar keine Sprüche. Und den zeigen wir uns heute. So, dann muss ich jetzt kurz hier nochmal das Overlay für mich final einstellen und dann geht's wirklich los. Dann mache ich irgendwie ein bisschen noch im Charakter was rum. Also nochmal trotzdem vielen Dank, Bim Blanco, dass du die Mühe gemacht hast. Mega cool. Aber kriege ich jetzt nicht hin, raff ich gerade nicht und stresst mich. So, wir haben oben rechts die Punkte, seht ihr. Hier nochmal die Regeln für alle, kann ich immer einblenden, können nochmal kurz drüber lurken. Ich werde da wahrscheinlich auch selber mal ein paar Mal nochmal nachgucken müssen. Und ich werde dann versuchen, immer die Punkte zu ändern. Da könnt ihr auch gerne mithelfen und ein bisschen Auge drauf haben, falls ich da was verraffe oder so. Und ich würde sagen, without further ado, let's fucking do this, guys. So, ich gehe nochmal zurück und mache irgendwie Zufall. Ja, passt schon. Aber ich würde den... es passt schon, scheiß drauf. So, also wichtig ist, wir spielen als Krieger und als Gabe Generalschlüssel. So, annehmen. Let's go. Wir spielen offline und... oh, sorry. Overlay natürlich. Oh, es wäre so geil, wenn ich die... es wäre so typisch, Leute, wenn ich die erste fucking halbe Stunde das hier dran gehabt hätte. Okay, ich werde auch die ganzen Cutscenes und so skippen, ne? Ist klar. Ist das jetzt noch Training? Nein, Timo. Okay, let's go. Ancient One. Ey, das ist bei... wo ist nochmal Ancient One? Beim dritten? Oh Gott, ich habe auch mich gar nicht eingespielt, ne? Fuck! So, erstmal ausziehen. Okay. Okay, direkt mal erst der erste Knopf war der falsche schon direkt. So, ich habe gestern noch und in letzter Zeit viel The Last of Us 2 gespielt und gestern im Stream Resident Evil 4 und da ist natürlich die Steuerungsumstellung natürlich jetzt krass. Ich muss ein bisschen jetzt, ich werde ein bisschen rumlaufen, einfach, oh, gar kein Stress. Ja, so, gib mal Gas. So, hier, können ja auch mit Schild spielen viel. Hüpfen, na, kriegen wir auch hin, hallo. Ich freue mich da richtig drauf, ich habe mich da jetzt wirklich, und wie viele Leute vor allem auf Twitter ihre Gags wieder machen, haha. Haha, oh, cool, ich freue mich auf den 10-Minuten-Stream. Aha, den werde ich beweisen. Setz mich sogar hin, muss man gar nicht hier, aber ich mach's einfach, weil ich crazy drauf bin. Ich habe schon ein bisschen Schiss. Weil ich will auch nicht, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, manche Leute, die hier nicht öfter sind, so, die denken, ich bin immer so ein bisschen, ja, ja, so aus witzig sein, vielleicht da runter und so. Nee, ich bin echt ehrgeizig, Leute. Ich will das fucking, ich will wirklich, ich will hier wirklich weit kommen. Ich setze mich echt auch in die Bonfire. Die wichtigste Devise für mich ist, mich nicht stressen lassen. Einfach nur auch langsam spielen, jeden Scheiß Untoten, Undead da einfach auch mal kommen lassen und irgendwie, ne? So. Sich einfach Zeit nehmen. Das ist schon mal eine gute Übung hier. Haben wir direkt verkackt. Ja, fick dich. Nee, ich mache jetzt hier keinen Scheiß. So. Hau ab. Bin schon aufgeregt, muss ich sagen. Bin schon ein bisschen nervös. War heute, war schon gehypt drauf. 2000 Zuschauer habe ich auch nicht alle Tage. Da fange ich an zu stottern, ich habe schon direkt an zu stottern, aber gut. Müssen wir jetzt einfach abschütteln. Wie auf dem Pissoir, sage ich immer. Wäre so witzig, wenn ich direkt. Kann man zu der Kugel sterben tatsächlich? Hä? Das wüsste ich gar nicht, ob man da sterben kann. Volume ist cool vom Spiel, Leute. Das muss ich immer so ein bisschen justieren bei mir, je nach Spiel.
Schlag mal gegen die Wand, das ist für euch cool vom Sound her. Müsste eigentlich okay sein. Ist gut, alles klar. Gregson, Alter, servus. Yo, farewell, Digga. Let's go. Killt man den eigentlich oder lässt man den in Ruhe? Ja. Nee, ist chillig für mich, Bro. Okay, jetzt mal kurz wirklich mal Concentration across the nation. Ich will ein bisschen schon mal Parries üben, einfach nur warm werden. Das ist jetzt alles. Ich darf mich nicht stressen. Ich stress mich jetzt schon zu sehr, merke ich schon. Okay, das passt. Reinkommen. Ödelmann. Üben wir auch nochmal einmal, oder? Jawohl. Bisschen leise. Guck ich gleich mal. Darfst du es jetzt nicht nur wegen Nervosität verkacken? Ganz chillig spielen, Freunde. Weil ich gierig war. Jetzt komm aber. Oh, fuck, ich bin so nervös. Fuck, bin ich nervös. Ich bin fast verreckt gerade, ey. Das wäre das peinlichste ever und ich wäre so fucking sauer auf mich gewesen. Oh mein Gott, Junge, Junge, Junge. Junge, 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 das ist die erste Lektion heute. Nicht gierig sein. Fucking nicht gierig sein. Oh mein Gott, mein Herz schlägt gerade so abartig schnell. Fuck. Oh mein Gott, mein Herz schlägt wirklich ohne Witz, Leute. Ich muss mich ganz dringend beruhigen. Okay, wir haben eine Lektion gelernt. Egal, abschütteln weiter. So sieht's aus. Lektion gelernt. Das war jetzt nicht gierig ist heute. Das ist nicht der Tag für gierig sein. Okay, was habe ich mir aufgeschrieben? Also, jetzt gehen wir erstmal zum Händler. So. Und das mache ich jetzt. Das wird mein Einspielen sein. Ich werde jeden in der Ante auch so ein bisschen zum Seelenfarmen. Ich muss eigentlich gar nicht kommentieren so viel, aber das gebe ich euch mit auf den Weg. Ich hole mir erstmal noch die Geschenke, oder? Die Feuerbomben. Ja, das kann ich jetzt kurz noch erzählen. Also mein Ziel ist jetzt erstmal grob zum Händler. Da hole ich mir den Schlüssel für das Anwesen und ich kaufe dort bei ihm auch die Keule. Mit der würde ich erstmal spielen am Anfang. Die hat einen ganz schönen Wucht und vor allem staggert die Gargoyles beim zweiten Schlag. Und die werde ich auch auf plus 5 bringen. Das ist erstmal der grobe Plan. Muss man mit dem eigentlich reden? Scheiß drauf. Genau, ich hole mir noch die Sachen da. Die Homewood Bones. Und ein paar Seelen noch einsammeln. Genau, dann, das ist so ein bisschen erstmal mein Plan. Wie kommt man da nochmal hin ohne den Aufzug? Achso. Aber das Hüpfen tut gerade bei mir nicht, ist mir aufgefallen, vorhin schon. Warum tut eigentlich, warte mal. Okay. Ja, also Keule. Jo. Master Key regelt auch Residenz. Ja, aber ich brauche bei dem noch ein paar andere Sachen. Ich hab's mir aufgeschrieben. Mann, warum hüpfst du nicht, du Depp? Echt wirklich. fuck, Mann, ich bin wirklich aufgeregt. Scheiße, wieso bin ich jetzt nicht gechillt? Ich muss einfach so mich so tun, als wäre es ein normaler Stream. Ich habe schon 1000 Mal Dark Souls gestreamt und gespielt. Das muss man, ich bin nicht so ein guter Mindset-Typ. Ich war beim Kicken habe ich auch immer verkackt. Beim Training mache ich irgendwie, schieße ich das Ding oben in den Winkel und dann im echten Spiel spiele ich wie so ein Vollidiot. Oft. So, die sind gut. Gut.
Und das brauchen wir nicht. Hier gibt es noch so ein Borst oder Apfel, oder? Ne, toll, Talisman. Das können wir gebrauchen. Vielleicht nachher nochmal. Aber weißt du, wir wissen ja nicht, wie lange das jetzt heute geht. Die Seele hole ich erstmal nicht. Ist mir zu riskant mit den Skelet-Dudes. Ich hätte mich vielleicht auch ein bisschen einspielen sollen, sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe ein bisschen den Stream vorbereitet. Jetzt mal nochmal letzte Frage, weil jetzt letzte Chance. Ist der Sound echt ein bisschen zu leise? Vorhin meinte das einer. Würde ich das jetzt einmal noch hier nachjustieren? Vom Spiel? Ist ein bisschen leise, sagt ihr? Nö, ja, okay. Ich sag mal so, finden wir den Kompromiss jetzt hier. Ist ein bisschen leise, sagt ihr. Gut, alles klar. So, haben wir jetzt justiert. Jetzt gehen wir da rein. Okay, erstmal rasten. Und ich level jetzt noch nicht. Jetzt wird erstmal, das ist jetzt alles für mich, erstmal Undead Burg ist für mich das Einspielen. Jetzt ganz in ruhig und schön mit Schild. Ganz gechillt. Ich muss hier niemand was beweisen. Parry und Backstabs können wir alle. Fancy Shit brauchen wir nicht die ganze Zeit. Der kann manchmal auch tricky werden hier. Aber alles einfach nur wieder reinzukommen ins Gefühl, ja? Timing war ein bisschen off. Ich erstmal nach oben. Was war das? Das habe ich noch nie gesehen. 69 Damage, nice. Bisschen durcheinander hier gerade. Gefällt mir nicht. Das habe ich noch nie gesehen, dass der so einen fucking Kopfsprung nach unten macht. Aber gut. Wenn er Bock drauf hat. So, ich mach den unten trotzdem noch. Das ist aber jetzt dumm, dass ich da Damage verloren habe. Und der mit dem Schild ist gar nicht so schlecht, ne? Komm mal her. So, alles einspielen. Weißt du was? Ich heil sogar. Ist doch egal. Einfach auf Nummer sicher spielen. Die Seele, das ist jetzt ein bisschen, das ist eh nur Crap, oder? Das ist eh nur Crap, komm. Ist mir jetzt egal. Das wäre jetzt zum Beispiel sowas, weißt du, das ist riskant. Da gehst du ja in den Abgrund und zack, bist du unten und dann ist schon wieder, ist schon scheiße. So. Haben wir die Seele da hinten noch. Ich muss in den Tunnel kommen. Ich muss, also ich bin, sagt der, wo er im Tunnel ist. Lel! No pun intended. Jetzt mal gucken. So, ich geh jetzt da nicht nach unten, das bringt mir eh nicht viel. Der schmeißt. Seele. Okay, Herz, Herzfrequenzmesser wäre heute gut gewesen. Ich habe sowas gar nicht, aber es, heute hätte ich mir mal, das wäre cool gewesen, glaube ich, weil wirklich mein Herz schlägt so schnell gerade. Bin richtig aufgeregt. Machen wir hier auch keine Risiken hier. Fail. Vorsicht vor dem Schützen, ne? Also ganz chillig. Backstabs sitzen noch nicht so wirklich gut, wie ich sie gerne habe, aber gut. Ups. Der war nice. Das war gut gerade mit dem Schild. So, nur mal sicher gehen. An das Bonfire gehe ich noch nicht. Geh jetzt hier zum Händler.
Läuft doch. So. Okay, ich komm rein. Alles gut. So, also jetzt habe ich mir auch notiert, was ich hier brauche. Keule kaufen. Verstärkte Keule, meine ich. So, und ne? Ich habe nämlich meine Hausaufgaben gemacht, Freunde. Ah, aber nicht zu viel. Ist ja egal, ihr seht ja eh, was ich mache. Meine Taktik ist eigentlich auch egal. Keule kaufen und Homeward Bones. Und ich brauche tatsächlich den Schlüssel ja nicht. Ich habe ja den... Wo sind die Homeward Bones? Warte mal. Ach, Pfeile brauche ich auch noch, genau. Pfeile brauche ich... Hol ich mir mal 50 Stück. Das werdet ihr nachher sehen, wofür. Oh, 70, 80, komm, scheiß auf. So, wo gibt's nochmal... Der hat ja gar keine... Der hat doch gar... Warte mal, ganz dumm. Hat der keine Homeward Bones? Ich dachte, der hätte Homeward Bones. Hm. Ach so, Talismänner. Ja, ja, nee. Warte mal, kann man das... Soll ich mir die holen? Das sind ja für die... Für die, Mimics. Aber ist das gar nicht so mein Ding. Nee, ich glaube, es ist eher für No-Hit wichtig. Okay, alles klar, Digga. Ciao. Wir gehen da hinten gar nicht lang. Brauchen wir nicht. Und, Frage ist halt, wie oft ich mich tatsächlich hinsetzen will irgendwo. Hier ist ein Schild, aber das brauche ich nicht, ne? Das ist irgendwie dieses Rundschild. Was habe ich hier nochmal? Holzschild, okay. Egal, ich mache mir gerade selber schon wieder alles zu kompliziert, alles gut. So, Keule haben wir. Jetzt will ich zu Andre. Ich mache mal dieses Bonfire. Einfach, weil wir es können. Ah, nee, ich will nämlich zu Firelick, genau. Ich muss jetzt eine Homeward bauen. Und dann gehe ich unten rum zu Andre. Ich habe den Bogen vergessen, kann es sein? Zu kaufen? Nein! I forgot to buy the bow. Okay, ja, gut. Das ist jetzt alles okay. Kein Stress. Gehe ich nochmal hin. Müssen wir halt nochmal machen. Aber ganz ruhig. Jetzt ist es wichtig. Jetzt nicht gierig werden und verkacken. Kann man beim Andre auch einen Bogen kaufen? Nee, ne? Bitte Punkte updaten dann. Ich habe noch keine Punkte. Ach so, warte. Der erste Boss zählt auch, ne? Tatsächlich, ja. Machen wir gleich. Das bringt mich gerade raus. Sorry, ich bin gerade so gut drin. Läuft doch einfach. Der dürftet. Nee, ich mach das. Ich gehe nochmal hin. Ich habe den Bogen vergessen. Scheiße, das macht mich jetzt gerade wahnsinnig, wenn ich das nicht checke. Das ist auch gut zum Einspielen gerade, diese Undead-Burg-Strecke. Ich mache jetzt nicht jeden von den Minions hier, aber... aber ne, das kann einem zu Verhängnis werden. Das kennt man ja, ne? Das ist ganz gerne so, dass man durchrennt, Leute. Eins in Chat, wenn ihr es kennt. Und auf einmal habt ihr dann in so einer engen Gasse 5 von denen hinter euch. Und dann ist man ganz schnell tot. Aber heute nicht, Leute. Ich bin der Concentration-Mann heute. Nicht mit Lock-In spielen eigentlich hier. Ist dumm, aber egal. Vorsicht mit Lock-On. Ganz schön hanebüchen, was ich hier gerade mache, aber egal. Kannst du bitte sterben? Was soll das? Ich hab Schiss, Mann! Ich... Bah! Ich will nicht mit runterfallen, weißt du? Ey, das gibt's nicht! Das ist ein fucking Spielfehler! Scheiß auf den. Boah, das war gerade echt dumm. Aber zum Glück. Zum Glück, Leute, mein Brain ist reingekickt, schnell. Mein Brain ist reingekickt, zum Glück. Das wäre gerade. Hätte mir. Ja, ich hätte eine. Oh, die Ratte geht auf. Okay. Ärgerlich mit dem Bogen, scheiß drauf, aber alles gut zum Einspielen. Ich werde auch ruhiger immer. Komm langsam rein. Den Parry mal kurz, komm. Meine Backstabs sitzen aber noch nicht so gut, wie ich sie eigentlich gerne hätte. Den können wir, auf den können wir wirklich ignorieren. Der kommt nicht hinterher. Das weiß ich. Jawohl. Warte mal, weiß ich nämlich nicht.
Aber eigentlich kommt er nicht hinterher, dachte ich. Nee, nee, guck mal. Der wäre jetzt hier oben. Ich mache jetzt fucking Nummer sicher. Ja, gut, dass der jetzt kommt. Nee, die kauen wieder ab, ne? Oh, Leute, echt. Der Idiot! Wo ist Ashley? Ich bin mich kurz erschrocken gerade. Alter, das ist natürlich scheiße. Manche von denen flippen halt auch voll aus. Scheiße, komm. Scheiße, hast du gesehen? Backsteps sitzen nicht. Gut, aber dafür übt man ja, spielt man sich ein. Alles klar. Ey, cool, Leute, so viele Leute hier, wirklich, habe ich nicht so oft. 2700 Leute, Leute, ich sag oft Leute, wenn ich nervös bin. So abgefahren. Ich bin noch so kalt, aber so halb warm werde ich gerade. Nice. Okay, cool. Gegenstand kaufen. Ganz ruhig. Jetzt haben wir vergessen in der Aufregung. Bogen. Den Kurzbogen. So. Alles klar. War ja gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt auch ein bisschen gefarmt quasi. Ja, ja, ist klar. So, jetzt zurück. Homeward. Eigentlich kann ich auch laufen, ne? Ah, ich habe genug. Komm. Kein Kerlknochen. Okay. Fuck. So, hinsetzen erstmal. Und jetzt untenrum zu Andre. So. Ich gehe sogar hier den Streberweg, weil ich kein Risiko eingehen will. Und jetzt, was ich gleich mache, ist Humanity poppen. Alle, die ich habe. Um eine bessere Drop Rate zu haben. Genau. Okay. So, jetzt nochmal, ich muss kurz auf meinen Spickzettel gucken, gebe ich zu. Krieger, Master Key zum Händler, Keule kaufen, Homeward Bonen. Also wir haben, da habe ich vergessen zu schreiben, Bogen kaufen. Nach unten zum Höhlenbonfire. Das ist unser nächstes Ziel. Erstmal zum Höhlenbonfire. So. Das ist das nächste Ziel. Von da aus geht es dann erstmal weiter. Und da wird es dann schon auch tricky. Da kommt nämlich Black Knight. So, wenn wir schon dabei sind, kann ich kurz einmal updaten, die Punkte tatsächlich. Oh, sorry, Overlay. Und zwar... Warte mal, wo ist es hier? Die aktuelle Punkte... wir haben jetzt 3 Punkte, ne? Ne, 5. Weil der erste Boss ist ein 5-Punkter, ne? Ne, ganz kurz. Ja, alles klar. Ich will ja hier nicht, dass mir vorgeworfen wird, hier mit irgendwie mit einem bösen... ihr wisst schon. So, weiter geht's. Aktuelle 5 sieht so erbärmlich aus. Erst 5 Punkte, Mann. Und Maxim hat 88 gemacht. Oh, Mann. Und Matteo hat schon 60 und der ist noch nicht mal fertig. Und ich bin jetzt schon fertig mit den Nerven. Und hab 5 Punkte. Okay, hier lang, ne? Ja. So, jetzt wird's bei den Drachen gleich ein bisschen tricky. War alles gut. Hier ist noch eine Seele.
Ich hab sogar schon Schiss, allein hier rüber zu laufen, was ich sonst nie habe, weil ich so Angst habe, einfach. Was ich meine. Ich habe davon geträumt auch gestern, ne? Und Scheiß. Ja, ansonsten Ausrufezeichen DLDU in Chat, dann findet ihr auch die Regeln da nochmal. Der Tweet, habe ich den Tweet verlinkt von Matteo. Ich traue mich an den nicht ran, ich lasse da alles liegen. Mir scheißegal, ob der Seelen hat oder nicht. Nee, nee, ich hole mir nicht diesen toten Drachen auf die Agenda jetzt. Ganz ruhig, tausendmal schon abgelaufen, tausendmal gespielt. Tausendmal ist nichts passiert. Ich muss mich ein bisschen beruhigen mit irgendwie Quatsch, den ich sonst auch immer laber. Drachen sind nicht schlimm. Nein, ich kann das nicht beschreiben. Ich habe richtig Schiss. Ich habe Schiss, hier runterzufallen, was ich nie habe sonst. Ich brauche den Tearstone Ring eh nicht. Den mache ich nicht. Ich will einfach nur hier durch. Lasst mich einfach durch, ihr scheiß Drecksdrachen. Ich lasse euch in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Achso, Keule, stimmt. Habe ich ja gekauft. Ja, das macht natürlich Sinn, dass ich die mal benutze, ne? Kauft die Keule und benutzt sie nicht. Auch so eine Resident Evil Waffe, ne? Oder auch eine Last of Us Waffe. So, jetzt kommt nämlich der erste Black Knight. Und ich sag's, wie es ist, ich will den cheesen. Hier gibt's nämlich einen Cheese für den. Und den will ich probieren. Wieso hat der beim Rücklaufen nochmal gestoßen und dann habe ich Panik bekommen? Ach nee! Ey, es tut mir leid, Leute. Ich bin am meisten enttäuscht. Gott verdammt, das kann's nicht sein. Ey, die werden mich wochenlang nur verarschen jetzt. Und zu Recht auch. Ich kann jetzt, vor allem das Ding ist, ich kann jetzt nicht nochmal anfangen und sagen, und vor allem, wenn ich das auf YouTube lade, das VOD hat eine Stunde Länge. Da ist schon von vornherein klar, da setzen sich die Leute hin. Hahaha, Donny hat verkackt. Ach, scheiß drauf. Mein Gott, ja, ich muss jetzt abhaken. Es tut mir leid. Also, ich werde das jetzt... Ach, was mache ich denn jetzt? Ich habe das überall beworben. Waren fast 3000 Leute. Und ich bin in-game nach 20 Minuten gestorben, Mann. Ich dachte, es geht mindestens so lange, bis Ede anfängt. Und ich habe schon einen Plan gehabt, dass wir dann noch zusammen irgendwie Eddies Run gucken. Jetzt ist es 7:30. Ich habe den Stream verschoben auf 19 Uhr, damit ich mehr Zeit habe, um richtig weit zu kommen. Kann ich nochmal anfangen? Nein, ne? Das geht nicht. Nee, das sind die Regeln. Scheiß, Mann. Die fucking Regeln. Wer macht diese Regeln? Das ist doch scheiße. Aber ist auch irgendwie gut. Ach, keine Ahnung. Naja, für alle, die auf jeden Fall noch weiter hierbleiben wollen, ich mache auf jeden Fall noch weiter jetzt. Ich stream jetzt wahrscheinlich Resident Evil 4, das Finale. Da bin ich kurz vorm Endboss und dann mache ich das. Aber ja, so leid es mir tut. Tschüss.
die anderen 2000 Leute, die jetzt abhauen, haben wir auch verdient. Ach, scheiß drauf, es geht auch nicht um Zuschauerzahlen. Es ist alles egal. Ich hätte so gern einfach da fucking gut gespielt. Ich habe mich den ganzen Tag drauf gefreut. Und das ist ein fucking Black Knight, wo ich schon beim Hinlaufen wirklich, Leute, gedacht habe, ich habe es gespürt. Ich schwör's euch, ist kein Bullshit. Ich habe es beim Hinlaufen gespürt. Das ist gar nicht meine Art zu spielen. Normalerweise, Leute, die hier öfter dabei sind bei meinen Trainingsruns, gehe ich immer in die Undead-Burg und mache erstmal den Black Knight, zieh mir den von der Undead-Burg und mache ein paar Parries und dann sitzt er. Und warum bin ich jetzt da in diese fucking, weil ich mir einen so einen fucking No-Hit-Route angeguckt habe von einem Profi, wo ich dann so gedacht habe, das kann ich auch, aber ich kann's nicht. Nee, ey. Das Einzige, was ich anbieten kann, ist jetzt ohne den Druck nochmal einen No-Hit-Run machen, solange ich komme. Aber das ist irgendwie auch albern, weil das bringt es ja auch irgendwie nicht. Weil dann rege ich mich noch mehr auf, wenn ich dann weit komme. Nee, das machen wir nicht, habe ich gerade direkt überlegt. Das macht ja keinen Sinn. Das ist doch irgendwie lame. Sondern weil wenn ich dann weit komme, dann werde ich nicht aufhören, sagen zu können, überall immer so, naja, aber am nächsten Try habe ich dann irgendwie bis Gwyn geschafft. Das hat dann einfach, nee, das ist dann, ich muss damit leben, das ist jetzt einfach... So sind die Regeln halt, ne? Was wäre das Leben ohne Regeln, Leute? Ich bin ja eigentlich so ein Rulebreaker. Ich bin ein Bad Boy. Bin normalerweise ein Bad Boy. Kann ich mir das Replay angucken irgendwie? Hat das jemand zufällig geklippt? Und kann mir das vielleicht im Discord schicken kurz? Links gehen hier im Chat nicht. Das wäre Hammer. Ich gucke mir das auf jeden Fall einmal an mit euch. Ja, cool. Ja, an alle Zuschauer, die gerade dazugekommen sind, es ist wahr, es ist auch keine Absicht gewesen, es ist ganz schrecklich für mich gerade innerlich, ich grinse äußerlich, aber innerlich rege ich mich so tierisch auf. Ich habe tatsächlich ganze 5 Punkte geschafft. Oh, Loffi, Alter, 20 Gifted-Subs, wow, was geht? Danke dir, Mann. Danke, 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 Alter, krass. Ja, ansonsten, Leute, gerne hier followen. Wenn ihr dabei sein wollt, wenn ich sonst hier streame. Ja, heute habe ich es verkackt. Goddammit, aber lass mal bitte den Clip nochmal angucken. Ist der schon irgendwo auf dem Discord, werde ich? Eventuell irgendwo? Bei Stream Highlights oder was? Ah ja, okay, Pia hat schon, ne? Okay, wir haben den Clip. Warte mal, ich hole mir kurz. Oh, ich kann. Nee, Alter. Oh, ich krieg. Okay. So, habe ich dir dafür eine Szene? Ja. Okay, wir gucken uns. Oh Mann, das ist echt so ärgerlich, Leute. Es ist so ärgerlich. Ich hatte so Bock heute, ne? Ich habe halt, das war auch nicht mal ein Witz, ich habe wirklich heute mich so gesund ernährt und habe nur so leichte Kost gegessen, so wie als hätte ich so ein Sport-Event abends oder so. So, hier, okay. Jetzt gucken wir das mal an. So, warum ist denn das so? Okay. Aber das Gute ist, es ist der erste Spieltag. Es gibt noch einen Spieltag, Leute. Da müsst ihr wieder mitkommen. Hier dabei sein. Dann erst recht, heißt es dann. Aber wir gucken mal kurz rein. Oh, ich traue mich gar nicht zu gucken. Das ist jetzt schon schmerzhaft, das zu gucken. Nein! Nein! Nee, komm! Nee! Nein! Nein! Oh, aber ich finde, man sieht den Schmerz halt echt, ne? Dieser Moment, ey. Können wir den Slow-Mo machen? Nein. And this is the moment he realized his life would never be the same. Ach, scheiße, man sieht's jetzt nicht. Das ist aber geil hier, guck mal. Warte mal. Das ist aber geil. Guck mal, das Gesicht hat. Das ist so meme-mäßig so. And that's the moment he realized he made a big mistake. Nochmal, warte. Guck mal. Ne? Nein! Das ist der Moment, wo ich genau weiß. Ja? Scheiße. Nein! Nee, komm! Nee, 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 nee. Aber was ist das für eine Bewegung, die ich mit den Händen mache? Oh Mann, nee. Oh, ich werde eine Woche lang von allen verarscht. Und wenn nicht nur, vielleicht sogar... Nein, das ist... Ich werde auf jeden Fall der Letzte jetzt, oder? Ich habe nur
einen Boss gemacht, den alle machen werden. Das ist jetzt quasi safe klar, dass ich der Letzte bin, ne? Ich werde einfach der Letzte. Es ist klar. Also es sei denn, jemand stirbt. Es muss jetzt wirklich jemand beim Asylum-Demon sterben, um mich zu unterbieten. Ich bin sowas von nachher am Zugucken beim Eddie. Und ganz ehrlich, bin ich jetzt, sag ich euch, lüge ich auch nicht. Ich werde auch hoffen, dass der stirbt beim Asylum Demon. Ja, I said it. Ich stehe dazu. Ich werde die Daumen drücken, dass er beim Asylum Demon irgendwie, genau wie ich, fast verreckt bin, irgendwie auf den dicken Arsch da irgendwie verpeilt und die Rolle nicht sitzt und dann ist er tot. Weil dann bin ich nicht Letzter. Ja. Okay, Leute, nützt ja nichts. Ich habe vor allem auch bei Instagram heute, weißt du, es ist alles so Horror. Ich habe bei Instagram auch heute Mittag und so, also auch die letzten Tage richtig Werbung gemacht. Da sind auch viele Leute, die sonst gar nichts mit Dark Souls am Hut haben, ne? Glaube ich, einige von denen haben auch heute auf den Swipe-Up hierher geguckt und so, hallo. So, dann gucken sich das mal an und ich habe auch nochmal gesagt, ja, ich versuche so lange zu spielen, wie ich kann, Dark Souls ohne zu sterben und so weiter. Und den Swipe-Up, den lösche ich jetzt nicht, weil Ehre. Und wenn die jetzt nachher hier rein, in einer Stunde oder so hier reingucken und mich dann sehen, wie ich hier Resident Evil 4 spiele, dann denken die auch so, ja gut, war wohl nix, du Depp. Boah, Woody, Alter, was geht? 20 Gifted-Subs, vielen, vielen Dank. Ey, Leute, ich habe das ja wirklich nicht verdient. Ich finde, ich habe hier keinerlei Subs heute verdient. Ich sag die Worte, die man als Streamer nicht sagt, aber heute habe ich keine Subs verdient. Ich habe nicht abgeliefert. Naja, aber trotzdem cool, dass ihr da seid. Wer hat denn noch Bock, hier dabei zu bleiben bei Resident Evil 4? Ich bin da irgendwie kurz vor Ende und das macht auch Bock. Aber ich werde jetzt hier nicht nochmal einen Run starten in Dark Souls, weil das irgendwie lame ist. Da muss ich jetzt einfach mit leben, mit dem Fehler. Ich hätte zwar Bock, aber das ist irgendwie, wäre jetzt komisch. Es sind ja immerhin einige, also gut. Da freue ich mich, wenn ihr dran bleibt. Aber einmal noch kurz gucken. Komm, einmal gucken wir uns das noch an. Aber diesmal die ganze Sicht, oder? Warte mal, einmal nochmal in voller Gänze. Mann, ey. Vor allem, ich habe noch gesagt, cheesen. Ich cheese eigentlich eh selten, weil ich das auch nicht so richtig kann. Warum habe ich das gemacht so? Nein! Nein! Nee, komm! Nee! Nein, das ist, nee, das ist der C, nein! Nee. Nein. Hey, ist aber auch fies da in der Gegend, ne? Also da eine Rolle, ey, da bist du auf einem komischen Dingens und dann bist du halt bei der Curb unten, ne? Also ist ja auch echt, muss ich mal sagen, auch ein bisschen Schuld vom Spiel. Ach nee. Nein! Nee, komm! Nee! Und ich hatte so eine große Klappe auch, ne? Ich habe ja noch anmoderiert mit, ja, ich bin der Truck mit den dicken Eiern heute und ich fahre auf der Überholspur und ich sehe mich in den Top 3. Das wird mir alles zum Verhängnis. Leute, wenn ich euch eins mitgeben kann, weil es ja, wir müssen ja auch, weißt du, man muss ja auch gucken, wo man die positiven Sachen rauszieht aus. Ich bin ja auch so, weißt du, Comedy-Gruppe-mäßig so, ja? Die Niederlagen muss man drauf lernen, alles, was dich nicht killt, macht dich stärker, so weiter, ja? So müssen wir halt überlegen. Ja, nächstes Mal habe ich halt einfach mal eine kleinere Fresse. Ganz ehrlich, weißt du, muss man auch mal selbstkritisch sein. Nächstes Mal werden kleinere Brötchen gebacken. Und die schneiden wir dann mit dem Uchigatana auf. Und dann gehen wir in die Undead Burg und machen den Black Knight da und gehen da gar nicht erst dahin, in diese Scheißgegend da. Naja. Ey, Vic, vielen Dank für die 10 Gifted Subs. Mann, vielen, vielen Dank für die Subs. Was geht? Vielen Dank, Leute. Schild wäre gut gewesen, ja. Ich habe alles verkackt. Naja, komm, was soll's. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll noch. Ist halt einfach irgendwie extrem scheiße gelaufen. Jetzt kommt natürlich jetzt dieser Horror. Jetzt kommen Leute hier in den Chat gerade und sagen so, wie, ist der Run schon vorbei? Hä? Wo sind? Weil ich glaube echt, dass Leute tatsächlich sich schon gedacht haben, ja geil, kann ich ja noch irgendwie einkaufen gehen, noch Bierchen holen oder so. Um 20 Uhr ist der Safe noch da. Nee. Bin ich nicht. Ich bin noch da, aber ich... Oh, hat mir schon jemand von denen geschrieben vielleicht oder so? Hätte ich mir gut vorstellen können, dass Henno oder so auch geguckt hat und sagt, ja, gut gemacht, Donny. Wann geht's los? Jumela, hi. Mann, ich hatte... Ich hab mir das alles... Guck mal, da steht's. Krieger, also meine Schrift ist schwer zu lesen.
Krieger und Master Key zum Händler. Keule, die 98er, kaufen Homeward Bone. Dann habe ich gemerkt, nicht zu André, sondern nach unten zum Höhlenbonfire. Dann vier Humanity poppen. Höhlenbonfire hinsetzen. Black Knight. Und ich habe bei meinen Notizen einfach schon großkotzig einen Haken dran gemacht. Als ob der einfach eh klar ist. Versteht ihr, was ich meine? Und dann wollte ich mir eigentlich ganz gemütliches Grass Quest Shield holen, dann zu André Titanit kaufen, Keule plus 5 machen, Dex auf 14 machen, Pfeile kaufen. Dann wollte ich runter zum Firelink Shrine, dann wollte ich hoch zum Zauberer, dann da die Hollows anlocken mit dem Pfeil und Bogen, dann schnell den Zauberer machen, habe ich auch mir direkt mal einen Haken gegeben, ist ja easy. Dann die Gargoyles, Keule Zweihand, Stagger nach zweiten Hit, dann Taurus Demon. Es hätte alles so gut laufen können. Aber nein, ich bin immer noch drin. Ich habe aktuelle Punkte 5. Gut, ich reg mich jetzt nicht mehr auf. Es ist jetzt halt so, es muss ja weitergehen im Leben. Ich spiele jetzt Resident Evil. Wir haben hier noch ein bisschen Spaß im Stream. Wer Bock hat, bleibt da. Und da freue ich mich. Aber jetzt muss ich natürlich irgendwie auch das jetzt akzeptieren. Weil ich werde jetzt nicht eine Stunde weiter hier sitzen und über diese Niederlage reden. Jetzt weiß ich, wie Leute sich fühlen, die im Champions-League-Finale verlieren. Weiß ich mein? Die dann auch trotzdem zu den Interviews müssen. Zeig den Cheese, Donny. Okay, warte mal, das ist tatsächlich eine gute Idee. Das würde ich machen. Okay, warte mal, das würde ich tatsächlich machen. Habe ich es auch gespeichert? Okay, warte mal, das ist wirklich eine gute Idee. Tatsächlich, ich guck mal. Okay, das finde ich wirklich witzig. Weil ich habe mir hier an das Bonfire gesetzt. Wollen wir den Cheese? Nee, habe ich nicht. Warum nicht? Aber jetzt geht's natürlich nicht mehr, also wer jetzt einschaltet, denkt, der Run geht noch. Natürlich dumm. Nee, warte mal, wo gehe ich denn gerade lang? Hä? Achso, doch. Nee, der muss jetzt den ganzen Weg... Du hast nur angezündet, aber nicht gerastet. Ja, moin. Ich war aber echt auch super aufgeregt. Ja, scheiß drauf. Nee, ist ja auch kacke für Leute, die jetzt zuschauen. Dann denken die, das geht noch weiter. Ja, komm, ist jetzt halt so. Scheiß drauf. Partie beenden, wir haben verloren. Das war's. Mein Spieltag ist hiermit abgelaufen. Ihr könnt es weitergeben. Ich habe 5 Punkte gemacht. Champions League Finale, du warst noch nicht mal in der Gruppenphase. Und das vom Analbert im Chat. Ja, moin. Danke für die Subs übrigens, Alter. 5 Punkte. Ciao, ciao. Analbert ist ein guter Insider übrigens für Leute, die hier nicht so oft sind. Der sagt nie was. Und jetzt sagt er einmal was. Ich kannte dich nicht, aber Turi hat mir eben den Clip geschickt, wie du gestorben bist. Und jetzt musste ich gleich mal followen. Danke, Miau Mautz. Das freut mich. Naja, ich komme jetzt durch die Mitleidstour sozusagen hier an ein paar Follower und irgendwie so ein bisschen was aus der Nummer. Aber ja, es ist wirklich, Leute, ich habe ganz komisches, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Was ich eigentlich jetzt, wie ich mich fühle. Also ich fühle mich, es kotzt mich wirklich an. Also ich hatte mindestens gedacht, dass ich wirklich, ohne Witz, ohne großkotzig zu klingen, dass ich mindestens wirklich zu den Gargoyles komme und no problemo. Aber dann habe ich, warum habe ich mich für diesen Black Knight entschieden? Das verstehe ich nicht. Never change a system you know, sagt man doch. Es war echt der Druck. Ich muss schon sagen, habe ich auch gesagt, aber es soll jetzt keine Ausrede sein. Es gibt keine Ausrede. Ich habe verkackt. Fertig. Ich hätte da nicht hin sollen, war dumm. Aber ich muss schon sagen, der Druck, ich habe den Druck schon gespürt, ey. Ich war echt nervös. Der Black Knight ist ja in Ordnung, aber an der Kante cheesen, ja, das Cheesen war vielleicht auch keine gute Idee. Naja, komm. Abhaken, abschütteln. Ich mache jetzt hier schön gemütlich Resident Evil an, damit wir noch ein bisschen Spaß haben im Stream. Weil so gehe ich jetzt nicht aus dem Abend. Obwohl es eigentlich folgerichtig wäre. Und so sieht's aus. Es ist zum Kotzen. Ich muss, glaube ich, irgendwie eine Message machen, dass alle, die zukommen, erstmal einfach sieht, ja, ich habe verkackt, nur 5 Punkte. Das mache ich jetzt auch. Warte mal, ich mache da so eine Info. Da muss ich das nicht für alle, die jetzt neu dazukommen und fragen, warum spielt denn der Resident Evil? Das könnte auch, bitte etabliert das nicht mit 5 Punkte, Donny. Ich könnte auch nicht pinkeln, wenn mir fast 3000 Leute dabei zuschauen, ja. Wäre natürlich geiler gewesen, ach komm. Nee, man darf sich nicht drüber aufregen, das geht jetzt halt einfach. Das ist jetzt einfach so. Was soll ich machen?
Kann sich ändern. Ich werde auf jeden Fall von dieser Stelle träumen. Ich werde von dieser Stelle träumen. Und ich werde den Clip auch parat halten. Den werden wir heute noch ein paar Mal angucken. Glaube ich. Und ich mache jetzt hier als Info. Das wird jetzt geändert. Donny, we love you. Ach, Paul, du bist lieb. Dankeschön. Ach ja, komm, ist ja alles auch nur Unterhaltung und Spaß und so. Das lasse ich einfach eingeblendet jetzt. Ich fühle mich grandios unterhalten. Das ist lieb. Okay, das ist doch gut, oder? Hier oben. Dann mache ich das hier noch ein bisschen kleiner. DLDU, when it's over. Ich habe 5 Punkte gemacht. Mach das, was Maxim sagt. Ist Maxim hier? Was hat er denn gesagt? Hier ist zu viel los im Chat. Ups. Guckst du denn gleich noch Eddie's Run mit uns? Ja klar, mach trotzdem noch einen, sagt Maxim. Ja, nee, das ist doch Quatsch. Also erstmal grüße dich. Training für Ende September. Ja, mache ich auf jeden Fall, aber dann mache ich das nicht heute. Das glaube ich irgendwie doof, weil wenn jetzt heute Leute dazukommen und dann denken, muss ich immer wieder erklären, dass es nicht der echte Run ist und so. Aber trotzdem, gute Idee, aber nein. Ich mache meinen Run, dass du überhaupt so spät, ich dachte, du existierst gar nicht mehr abends, Maxim. Bist du immer so ein Frühaufsteher? Wo ist denn jetzt der Kaffeeland von Benno, ja? Ja, nee, ich mache auf jeden Fall, bin auch am Limit, ja, richtig müde, muss ich mit Kaffee wach halten. Ich mache auf jeden Fall, ich freue mich einfach jetzt schon auf den zweiten Spieltag. Ich finde es übrigens auch echt eine geile Nummer hier, muss ich sagen. Also cool, ist eine coole Sache. Ich habe die letzten Tage auch mich richtig drauf gefreut auf diesen Stream und auf diesen Run. Und umso mehr bin ich enttäuscht. Aber ihr merkt schon, ich kann es immer noch nicht so richtig abschütteln oder abhaken, aber muss er jetzt halt. Von daher, da muss ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde durch. Ja, ich will auf jeden Fall Eddies Run sehen. Ich werde aber, ich glaube jetzt nicht live, soll man den live im Stream gucken oder was? Ich weiß nicht, nee, dann geht das zu lange vielleicht mir. Ich werde auf jeden Fall gucken und bin im Chat, hundertprozentig. Nee, mache ich, ja genau, habe ich mich jetzt entschieden. Ich werde nicht im Stream gucken, aber ich werde den Asylum Demon, den gucke ich mir an, beim Eddie. Und wenn er dann, wenn er den schafft, dann weiß ich ja eh, nee, genau, wir machen es so. Ich habe eine Idee. Ich habe die perfekte Idee. Wir machen es so. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Resident Evil gechillt. Wir machen noch ein bisschen uns einen Spaß hier im Stream. Und dann werde ich den Livestream von Ede gucken, bis er mich offiziell überholt hat. Also bis er offiziell sozusagen den ersten Boss nach dem Asylum Demon gemacht hat. Weil dann ist so für mich dann auch okay, ich bin letzter geworden, I know it. Oder Turi muss ja auch noch, ne? Und wer muss noch? Aber ich gehe irgendwie davon aus, dass es keiner so krass verkackt wie ich. Und dann mache ich den Stream aus, bleib aber hier noch ein bisschen im Chat und guck mir das auf jeden Fall an. Ich weiß ja auch nicht, der streamt auf Rocket Beans, ne? Alles klar. Ja, das ist schon mal gut. Weil ich glaube, wenn Eddie privat streamen würde, dann wäre es nicht pünktlich und so weiter. Peter muss auch noch, Pete, okay. Gut, okay, also ja, Leute, ich hake es jetzt wirklich ab und sage jetzt einfach, auch wenn es irgendwie weird ist, ich spiele jetzt Resident Evil und freue mich, wenn ihr dran bleibt und so ist es jetzt halt. So, ich muss noch die Echse hier ändern. So. Und jetzt müsste das klappen. Jawohl. Man spielt Hanno. Hanno spielt Offstream, soweit ich weiß. Naja, typisch Hanno halt, ne? Wer weiß, ob das auch da mit allem mit rechten Dingen zurecht. Alter, ist laut. Da alles mit rechten Dingen zugeht, aber gut. Wann spielt er die denn? 21 Uhr, Timo. Hand of Blood hat schon gespielt und lädt Freitag hoch. Ah, okay. Nice. Bin ich mal auch sehr gespannt. Ach, das Schöne ist, ich bin ja jetzt auch Konsument, genau wie ihr, und kann die anderen Runs genauso genießen. Und, oh, guck mal, ich habe immer noch das als Ding drin. Oh, warte, wir gucken einmal noch den Clip. Ich muss den parat haben, ich will den immer wieder abspielen. Hier hat noch jemand anders. 5-Punkte-Rolle hat der. die Leute nennen schon 5-Punkte-Rolle. Diese Schweine, echt. Ja, ist nämlich. Okay, das ist ein bisschen länger, der Clip. Das ist ein bisschen besser als Piers, no offense. Weil da so ein bisschen auch das mit dem Cheesen noch drin ist. Lass uns das mal kurz angucken. Kleinen Moment.
So. So, ich hab's gleich. Nee, das nicht. Das auch nicht. Ach, Leute! Wo ist denn jetzt hier das Fenster hier schon wieder? Wie mache ich denn das jetzt nochmal? So, jetzt mach doch mal hier. Das muss doch gehen. 5-Punkte-Rolle, okay, hier. Lass mich noch einmal kurz in der vollen Länge gucken. Warte mal, jetzt haben wir mal den Sound von Resident Evil hier mit drin und scheiß drauf. Mal gucken. Und den will ich probieren. Ich dachte halt, wenn der rückwärts hochgeht, Leute, wenn der langsam hochgeht. Wenn der langsam hochgeht, dann hat er doch so ein Ding, dass er wieder an den Spawnpunkt geht und dann kann man um ihn rum und backstabben. Das dachte ich. Erst wenn er umdreht. Das ist nämlich das Problem gewesen. Falsch gedacht. Ja, gut. Das stimmt. Naja. Hab Resi bei dir noch gar nicht gesehen. Gefällt dir der Teil gut? Ja, absolut. Ich mag Resi 4 echt super gern. Wir haben das hier auch eine ganze Zeit gespielt. Jetzt den letzten paar... Nee, eine ganze Zeit nicht. Also die letzten 2 Wochen spielen wir das hier. Haben wir eigentlich immer richtig viel Spaß, muss ich sagen. Das sage ich jetzt einfach mal. Ich mag das gerne. Ich finde, das spielt sich gut. Und es ist eine weirde Steuerung, aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich spiele auch die Originalsteuerung, also diese Crap-Steuerung eigentlich. Und ich glaube, wir sind schon mehr oder weniger Richtung Endgame. Und, ja. Und ja, freue mich einfach, wenn ihr dran bleibt und so. Wir haben hier Spaß. So, was ist jetzt los? Kommen wir diese Viecher raus? Donny, einfach geiler Gamer. So sieht's aus. Warte mal, ich baue eine Waffe. Schau. Warte, habe ich noch eine Granate? Nee. Er die verkackt, ne? Nein, ah, oh, gut, hier läuft's ja auch gut. Was war das denn, hä? Was ist denn da explodiert? Fühlt sich so scheiße an, das jetzt gerade zu spielen, noch die ersten paar Minuten, I'm not gonna lie. Hier, fucking Darth Maul ist auch am Start. Bam! Oh, der ist auch noch. Guten Morgen. Ja, ohne Kopf oder was? Achso, das ist ein Monster. Ich bin gleich tot, ne? Ich hab nichts, Alter. Das ist voll anstrengend, diese Brücke hier. Oh! Nein! Nein! Hä? Ich bin gar nicht getroffen, oder? Wie lange überlebt das Viech eigentlich immer? Die Kackwaffe, keine Munition verschwenden. So, und du musst jetzt auch noch dran glauben. Hm. Mann! Warum habe ich diese Rolle gemacht, ey? Oh, jetzt weiß ich, wie Leute sich fühlen, die Elfmeter verschießen oder so, weißt du? Du denkst die ganze Zeit in die Situation. Ach, ja.
Nee, also ist nicht schlimm. Armer Donny, wie es an ihm zerrt. Ach, das zerrt nicht so. Also, ja, mir, alles gut. Also, ich glaube, wer mich kennt, merkt, ich bin jetzt nicht irgendwie triggered oder salty oder so. Es ist halt, ich hatte tatsächlich, ich glaube, das, was mich am meisten tatsächlich nervt, ist wirklich, käme auf die andere Seite, jawohl. Was mich am meisten tatsächlich nervt, ist, tatsächlich, dass ich wirklich Bock hatte zu spielen heute. Also, jetzt nicht nur, dass die Punkt, dass ich jetzt, das nervt natürlich auf jeden Fall, aber das werde ich überleben, weil, nehme ich mit Humor, das ist ja auch nur ein Spiel und, kann immer mal passieren, dass man so einen Fehler macht, ja. Den anderen ja genauso. Aber was mich halt eher nervt, ist, ich hatte mich wirklich auf einen längeren Stream mit euch heute vorbereitet, gefreut, so. Ja, dass es halt länger geht. Ich habe einfach Bock gehabt zu spielen. Ich hatte auch so ein bisschen Bock gehabt, auch länger zu machen als Eddie und so. Aber ja. Scheiß drauf. So ist jetzt halt. Alles gut. Gerade eingeschaltet. Was passiert? Oben rechts. Aber Resident Evil soll jetzt hier nicht drunter leiden. Das ist immer noch ein geiles Game. Das Let's Play macht mir sehr viel Spaß. Aber wir sind kurz vor Schluss. Und merkt man auch. Langsam wird es auch ein bisschen stressig hier. Oh, sind zwei von den blinden Dudes. Warte mal, nämlich über die Kackwaffe für die Kackis. Achso, die hören mich halt. Ach scheiße, das wird aber tricky jetzt, oder? Das ist tricky, die Gegend. Zwei Blinde? Alter. Schwerer als Dark Souls. Ey, oh. Ah, ich mach's gut gerade. Hallo, Hanno. Es war so klar, dass Hanno in den Chat kommt. War schwierig. Ich denke mal, der Clip wurde dir schon zugetragen, Henno. Aua. Ansonsten, habe ich da was vorbereitet. Mit der Musik vor allem. Von Resident Evil. Der genaue Moment, wo mein Leben vor mir kurz vorbeigeht, ist der hier. Das in meinem Kopf ist einfach nur die Worte mit so einem leichten Hall drauf. Scheiße. Muss ich mir jetzt die ganze Zeit anhören von diesen Schweinen. Offstream, onstream, auf Twitter wahrscheinlich, in WhatsApp, überall. Aber ja, was willst du machen? Ich muss das ja auch mal schaffen hier, das ist gar nicht so einfach. Alter, wie soll das gehen? Zwei von denen. Leise sein, ne? Ist hier noch ein Kraut hier noch irgendwo? Ein Kraut. Das ist ja voll gemein, die Stelle, Alter. Dann mach mal so. Bring Blends gegen die was? Schaffe ich nie im Leben! Was soll das? Blind
Blendgranate gegen blinden Gegner. Donny ist der schlechteste DLDU-Spieler, von dem du gehört hast. Oder du hast von ihm gehört. Hä? Ja gut, kann ich nichts gegen sagen. Ist natürlich einfach tatsächlich the truth gerade aktuell. Aber wartet mal ab bis zum zweiten Spieltag. Ich trainiere. Carlo hat es gerade gesagt, er hat recht. Eigentlich muss man dafür trainieren. Aber eigentlich auch nicht. Ich hätte es auch so schaffen können, tatsächlich, glaube ich. Ich glaube, die muss ich jetzt auf einmal machen, weil dann kommen nämlich schon die Dudes. Guck mal, die muss ich beide auf einmal machen. Pass auf. Dann ist, das war perfekt. Guck mal, jetzt kommen nämlich noch nicht angerannt. Ich größere Dark Souls so gut. Nein, ich hack's jetzt offiziell ab. So, ab jetzt, weil Resident Evil 4 kommt ja auch auf YouTube und so. Das nervt ja auch irgendwann, wenn man sich das Spiel nur geben will. Ich hab's verkackt. Ich hab verloren. 5 Punkte gemacht. Ab geht's. Scheiß drauf. 21 guck ich mir Eddie an live. Und jetzt spielen wir noch ein Stündchen. Resident Evil. So, kann ich einen von denen vielleicht locken oder so? Weil zwei sind schon heftig, muss ich sagen. Von den blinden Dudes. Reicht einfach nur laufen? Ja. Ein bisschen abhauen tatsächlich, habe ich noch nie gemacht bei dem Spiel. Aber ich komme hier nicht klar. Hat der keinen Loot? Der lebt noch? Fuck. Jetzt kommt immer, wenn ich schieße, kommen die Schweine. Ey, das gibt's doch nicht. Das schaffe ich. Wie viel sind 5 Punkte? Was haben die anderen? 88. Oh weh. Ja, rennen stimmt schon, ja. Okay, ich mach das nochmal so, wie ich es gerade gemacht habe. Ich lock erstmal die an und schieß den mal schön mit der Schrot. Ja, genau so. Bleibt mal in Nähe. Bleibt mal nah zusammen, ihr beiden Darth Molly Boys. Scheiße, der war nicht gut. Der Winkel ist besser. So. Okay. Was hinter den rennen? Scheiß fucking Wolverine, geht mir so auf den Sack, wirklich. Ah. Wie macht man das, Mann? Das ist übelst heftig, die Stelle. Halt aufs Maul da, der Typi, ey. Darfst nicht rennen, die hören dich. Ja, ich weiß, aber manchmal muss man rennen, ne? Das ist die Mischung halt. Nudelmann und Fladenmann, gefällt das. Was ist das jetzt? Schnauze. Das schreiben wir schon privat, Leute. Wegen dem Heute ist vielleicht auch mal Zeit, dass ich mir auch mal wieder einen Drink genehmige. Später. Mal 5 Minuten das. Ich habe das Gefühl, das könnte zu so einem extrem langwierigen Running Gag werden. Aber der nervt mich gar nicht so schlimm, ist nicht so schlimm.
So, jetzt beide. Zweimal. Ciao. Köpfe sind ab. Na, ohne Kopf tut sich's nicht so gut, Nerven, ne? Ich geh mal hier so lang. Vielleicht mach ich das diesmal anders. Vielleicht mach ich die ganze Zeit falsch. Guck mal, die laufen jetzt aber trotzdem los. Die rennen aber gar nicht. Könnte. Kann man den vielleicht einfach so machen? Silent Kill Me. Ah, so geht das ja auch. Guck mal. Nice. Munition gespart. Und erste Hilfespray bekommen. Ja, lel. Ja, lol, malelek, Alter. Heute mal 5 gerade sein lassen. Fuck off, Mann. Das ist doch fies. Ich sehe nichts mehr, Capcom. Ja, hallo. Matteo guckt gerade meinen Run. Oh, Mann. Der war ja gar nicht so schlecht bis dahin eigentlich. Ich muss mich jetzt auf diese Stelle konzentrieren, um mich abzulegen. Sie ist nichts bei Kopf ab. Süß. Schade, dass man hier nicht rollen kann. No head run. Wieso hören die mich aber hier jetzt? Ja, ich glaube, ich renne nicht. Wieso habe ich das nicht schon öfter gemacht, so die Leute so killen? Hier, den kann ich doch von hinten jetzt machen. Ah, nice. Einer weniger, come on, let's go. Nein! Wieso dreht er sich? Langsam gelatscht. Nicht mitgenommen, shit. Oh, ich hab den sogar gesehen gerade. Wie soll das gehen, Alter? Zwei von denen ist fucking übel! Ich mach jetzt nur noch mit Snipen, scheiß drauf. Ah, die sind solche Ficker, wirklich. Ja, komm! Komm! Wieso drehen die? Drehen sich nie um. Wie viel soll ich noch rennen?
Ja, das ist ey. Jetzt habe ich ihn. Ja, Mann, Gott verdammt, scheiße, Alter. Wie schwer war das denn? Es ist so weird zu streamen gerade einfach, weil ich das im Hinterkopf habe. Aber nein, wir haben gesagt, wir haben es abgehackt, wir haben es abgehackt, wir haben es abgehackt. Ich könnte jetzt wahrscheinlich, wäre ich jetzt bei den Gargoyles ungefähr. Bilder schön austeilen. Aber ich sag mal so, wir haben für Unterhaltung gesorgt. Obwohl ich anmoderiert habe, das ist genau das ist, was ich eigentlich nicht machen will heute. Hier. Ach, da war so eine Glocke. Okay, gut, merke ich jetzt erst. Ich hätte die Glocke benutzen können, gut. Ich bin ehrlich gesagt froh, Razy ist viel besser. Na, siehste. Hier ein Auftrag von Matteo und Herz. Doch, das ist lieb, danke. Ja, ich weiß nicht, er könnte ja wahrscheinlich echt meinen ganzen Run angeguckt haben, ne? Hat er nicht, war ja nicht so. Ach, scheiße. Ich find's auch lustig, tatsächlich. Irgendwie so ein bisschen. Ist auch eine, ist da irgendwie so. Es ist ein bisschen lustig, eine Storyline, aber auch ein bisschen so die, die ich eigentlich persönlich nicht so gerne gehabt hätte, weil ich ja öfter in der Rolle dann so bin. So von wegen so, jetzt hat er da verkackt und haha. Ja, schade, die Parrys haben gesessen. Ich hab's irgendwie gefühlt. Bei der Universität wurde weniger, aber ja, diese Rolle, ey. Gott verdammt, ey. Ashley. Guten Appetit, Nina. Ashley ist wieder da. Okay, let's go. Gucken, Glas Wasser. Leon! Mr. Kennedy, don't you know when it's time to throw in the towel? Mini Donny. No! Leon! Ist nicht mein Gaming-Tag heute, ey, Leute. Aua. Ashley. Das ist vielleicht auch, weil ich beim Friseur war, weißt du? Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu geil für geiler Gamer. Leon. Zu sleek für geiler Gamer. Da geht das Gaming dann schlechter. Jetzt sind bestimmt andere Knöpfe jetzt diesmal, oder? Ich hab alle gedrückt, original. Ich hab alle Knöpfe gedrückt. Where's the satisfying sound of one's impalement? Der kleine Wichser, ey. Excuse my friend. Die Alte nervt so big time, big time. Das muss doch jetzt langsam Endboss sein, oder? Leon, you're alive. Oh, Poképhone. Wo ist Huntington eigentlich? Huntington. But it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. To take your right penis and comes off? Jerk you off. Say whatever you please. Die, you worm! Ah, Leon ist geil drauf. Jetzt geht's nochmal in eine ganz neue Area, oder was? Oh, guck mal, hier schlängelt sich das mal richtig. Oh, warte mal, kommt man hier wieder? Ach, geil, man kommt hier wieder in das Dorf? In die Burg zurück? Ja, lol. Krone, na klar, ist der König. Dann nimmt er mal die Krone mit. Loot ist gut, Loot ist gut. Ja, das Loot ist gut. Ich nehme das Loot gerne mit. Dann kaufe ich mir was. Oh, what are you buying? Got some rare things. What are you buying? What are you buying? Was hat denn er noch, was ich noch nicht habe? Huh? Broken Butterfly? Nee, alles scheiße. Bring ich. Was ist ein Striker? Alter, Striker ist ein Granatenwerfer. Lel. 34. Ja, da sage ich doch nicht nein, oder? Wer sagt da nein? Niemand. Kann es sein, dass man immer einmal einen Raketenwerfer kaufen muss und dann hat man einen Schuss? Das heißt, ich habe diese eine Rakete voll verschwendet? Nach Adam Riese? Ja, ich glaube schon. Jetzt wird mir gerade klar, das war dumm. Single-Use-Raketenwerfer für 30.000. Ich hab den dafür für 4 Schrottgegner, nur weil es geil aussah, verschwendet. Naja, okay. What are you selling? What are you buying? So, hab ich hier noch Zeugs? Krone mit Kerben. Ne, da kann man doch was reintun. Das weiß ich doch. Ach, ich hab irgendwie eh keinen Bock. Ja, warte mal. Nee. What are you buying? Ich brauch eigentlich nichts. Die können wir auch nochmal kommen. Not enough cash. Not enough cash. Okay.
Ich will come back anytime. Ach, der hätte ich speichern können. Hm, ich mach das zum nächsten. Scheiß drauf. What are you buying? Ach so, ich Jetzt schreibt mir auch noch der Marco Giesel, Alter, auf WhatsApp. Mann, Donny, du hast echt nur 5 Punkte geholt? Mann. ich muss einmal kurz twittern. Ich twitter folgendes, Leute. Ich twitter einfach 5 Punkte. Punkt. Und dann, naja, liebe Grüße. Fünf Punkte. Naja, viele Grüße. Naja, viele liebe Grüße. Viele Liebe. Naja. Fünf Punkte, dass ich soll. Es ist so ärgerlich, Leute. Es ist so ärgerlich. Scheiß drauf. Bisschen Schiss, dass das Resident Evil jetzt drunter leidet, weil ich das ja jetzt immer so abgelenkt bin mit dem anderen Zeugs und das jetzt so ein bisschen mich das so beschäftigt und so, aber scheiß doch, oder? Sorry YouTube auf jeden Fall, das ist heute ein bisschen durcheinander hier, falls ihr nur Resident Evil verfolgen wollt. Da müsst ihr jetzt ein bisschen durch, kannst du nichts machen. Habe ich mir auch anders vorgestellt, kann jedem passieren, glaube ich auch. Vor allem die Rolle da, Alter, wirklich, ey. Was war denn das eigentlich gerade für eine Einblendung? Was war das gerade für eine Vision, die ich da hatte? Ist auch verrückt, ne? 1200 Zuschauer fühlen sich jetzt irgendwie wenig an. Ist auch verrückt. Ist doch geil, dass ihr hier seid. So muss man das mal sehen. Cool, Leute, ich find's cool, dass ihr hier bleibt und mir ein bisschen noch mit mir Gesellschaft leistet. Und scheiß drauf, und Zuschauerzahlen sind eh nicht so wichtig. Ich achte wieder viel zu viel auf so einen Scheiß, wenn man da mal ein paar hatte. Es ist alles Bullshit oder nicht so wichtig. Und es ist nur ein Game. So, fertig. Okay, da kommt wohl irgendwas auf mich zu. Wahrscheinlich ist das der Giesel. Hier ist aber noch eine ganze Gegend oder was? Ich habe jetzt gedacht, wir kommen an die Puppe. Aber wir sind im Keller irgendwo. Warte mal, ich will das Viech. Muss ich das Viech killen? Warte mal, hier ist ein Safe Spot. Hä? Wie kommt man denn da hin? Hä? Wie komme ich denn da zu dem H&S? Vor allem, wisst ihr, was lustig ist? Kleiner Funfact. Ich habe für den letzten Song, kurz vor der Anmoderation heute von dem Stream, habe ich den Song Panic Rolls angeschmissen. Ne? Das ist ein Aufzugsschacht. Aufzug holen, ja. Nein, funktioniert nicht. Bestimmt ist der Strom ausgefallen. Naja, Classic Resident Evil. Generator holen, aber irgend muss man erstmal irgendeinen Kristall in irgendwas schieben, damit ein anderer Kristall eine Krone freisetzt. Mit der Krone kann man dann noch ein Rätsel lösen und irgendwelche Bilder schieben. Das ist ein Behälter für flüssiges Nitro. Was macht der denn hier? Ich weiß nicht. Da muss ich wohl Nitro reinmachen, oder was? Nitroglycerin. Wisst ihr, was es ist, ne? Sprengstoff. Was ist das? Hallo? Hallo? Okay, das ist tatsächlich ein bisschen spannend gerade. Ich kann wahrscheinlich diese Dinger abschießen, oder? Ah, fuck, wie so ein Idiot. Nehmen wir mal die andere Waffe. Vielleicht kann ich den hier anlocken und dann ausweichen und dann schieße ich das Ding ab. Ja, ah ne, das ist das Zeug.
Was macht der denn hier? Was soll ich jetzt machen? Da soll man den noch gar nicht abschießen. Hier nochmal, muss ich den nochmal prüfen? Ja, habe ich gecheckt. Bei Alter für Nitro. Für den TV-Sender. Nitro. RTL Nitro. Hm? Auf sogar wieder Strom aus. Komm, bei Alien-Vibes, ja. Bisschen. Es dauert ungefähr 4 Minuten, bis der Aufzug kommt. Das heißt, ich muss jetzt weiter hier rumlaufen und dem Typen ausweichen die ganze Zeit, oder? Das ist ja easy. Kein Problem. No Probleme. Achso, hier, dann kommt man nicht mehr raus. Lässt sich wohl später öffnen. Oh, okay. Wow! Alien Man! Viech! Geil! Scheiße, okay, der ist fucking heftig. Und mein Kopf ist ab. Okay, der ist irgendwie... Okay. Wisst ihr, was ich mache? Ich schieb mir eine Pizza in den Ofen und dann, wenn die Pizza fertig ist, esse ich hier die Pizza, während ich Eddie zuguck. Okay, da kommt auf mich zu, check ich. Muss ich das alles nochmal machen? Das finde ich ein bisschen doof. Warum haben wir jetzt einen Save Point S hier? Ist doch kacke. Das war echt scheiße. Wenn ich jetzt hier, jedes Mal, wenn ich gegen dieses Vieh sterbe, muss ich alles hier nochmal machen. Den ganzen scheiß Aufzug überprüfen und Strom anmachen und so weiter. Das ist natürlich kacke. Es sind die kleinen Dinge im Leben. That's what she said. Ausgewichen wie so ein junger Ausweichgott. Geil! Jetzt hab ich's drauf. Kann man hier eigentlich auch lang? Hatte heute auch Pizza. Nice. Selbst gemacht oder was? Ich glaube, das Spiel will, dass ich die prüfe. Kann man wenigstens einmal gecheckt haben. Okay, hier ist Nitro. Ja, ich hab's drauf mit dem Ausweichen. Hier ist Zeug. Kann mir auch gut vorstellen, weil ich habe immer noch den Swipe-Up drin in Insta. Dass Leute, die jetzt heute einfach hier gerade jetzt vorbeischauen, jetzt immer noch hier sind und denken, das ist Dark Souls. Weil die gar keine Ahnung haben, was Dark Souls ist. Oh, Lel. Finde ich irgendwie witzig. Oh, shit. Ja, was? So. Ich muss. Weißt du was? Ich bin schlau. Ich mache mal erstmal das Gewehr flott, bevor es hier losgeht. Dann machen wir ein paar Sachen. Jo, war kurz weg, was ist passiert? Ja, aber klar, dass solche Sachen kommen. Combinatio Popatio avec Lulatio. Nein! Ah, ich hab's verwendet, anstatt zu kombinieren. Ach, heute ist okay. Meine Laune ist gut heute, Leute, aber meine Gaming-Skills sind heute nicht da. Okay, gut, so geht's ja auch. So, jetzt kommt der Ficker. Jetzt muss ich zur Tür nochmal. Love you, Donny Herbsten. Vielen Dank. Love you too. All good. So, überspringen wir jetzt mal hier. Okay, da weicht der übel schnell aus. Scheiße. Will ich in seinen Penis da rein? Guck mal, hier aus der Ecke raus. Geh weg. Geh weg. Nice. Haha! Sieht's ja nochmal spannend hier. Ja, ausgewichen. Nice. Nee, ich bin tot. Fast. Weg, weg, weg. Auch schnell. Okay, ich bin offiziell im ich hab's abgehakt Modus, merke ich gerade. Ich bin jetzt im Resi drin. Die ersten 20 Minuten war ich nicht drin. Habt ihr gemerkt?
Nice, passt. Muss schnell in den Aufzug kommen. Ah, umwerfen. Scheiße. Kann ich da nochmal hin? Wie dumm ist das denn? Ah, ja, du bist jetzt erfroren. Muss ich die nochmal anschließen oder so? Wie lang? Geht das so? Okay, ich nehme kein Risiko ein. Okay, so ist der also, der Kollege. Ah, ich bin zurückgelaufen, ne? Fuck! Ah, hier ist aber auch so ein Fass. Warte mal, warte mal. Aber es war zu früh, ne? Ah, fuck, ich bin zu früh gekommen. Wo ist er? Habe ich den trotzdem getroffen? Ja. Komm. Okay, das war gut. Abhauen. Müssen nachladen. Scheiße. Wo geht's denn hier nochmal raus? Ah nein! Ich bin in der Ecke! Nein, 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 bitte nicht! Ah, hab ich noch was zu essen? Halbspray, Dingspray. Wo geht's denn mal raus? Ich finde den Ausgang nicht mehr. Nein! Fleischhaft, Alter, danke für die Gifted-Subs. Sehr lieb von dir. Geht's hier rein? Wo ist nochmal der Aufzug? Ey, der Typ ist fies. Hier, 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 schnell, 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 schnell. Umwerfen. Jetzt müssen wir alles reinballern, was wir haben, wenn der reinkommt hier. Komm rein. Ich hab nichts mehr zum Heilen. Haben wir noch eine geilere Waffe? Einfach die TMP einfach komplett wegfetzen? Wer noch die Waffe? Warte mal. Die hab ich doch gar nicht benutzt. Komm. Kriegt er das jetzt nicht ab? Yes, we did it! Nein. Scheiße, ich bin am Arsch. Ich komme hier nicht raus. Ich habe nichts zum Heilen. Mit Ausweichen halt. Oh, fuck, ey. Jetzt muss jeder Griff sitzen. Jeder Ausweich. Kombi. Ding. Ja, mach! Mach auf! Ist noch nicht offen. Tot. Hier ist noch so ein Ding. Kann ich das umwerfen? Ja! Yes! Scheiß auf Dark Souls! Sieben ist geil! Auch! Fuck, Mann, das war übelst nicht einfach! Come on! Yes! Boah, war das knapp, Alter. Huh! Aber war geil, die Schwierigkeit von dem Spiel ist in den letzten In-Game, sagen wir mal, Stunde extrem gestiegen in letzter Zeit. It seems that Salazar in der letzten Stunde. Difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser! Go get the girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. Warum wackeln denn seine Beine so komisch? Oha! Fucking Dolph Lundgren oder was? 66%, das ist natürlich unter unserem Niveau. Das Spiel geht ja noch ewig. So gefühlt. Kein Bock auf vorige Wahlen. Erstmal speichern. Nee, wir machen erstmal Krams und dann speichern. Müssen wir heilen auch langsam. Welcome!
got some rare things on sale. Also, hier kurz was ändern. Mhm. Können jetzt auch nicht mit den Streamtitel mal ändern. Gut, dann kann ich ja hier schon mal gucken. Wir können ja hier schon mal schauen, tatsächlich. Das könnte ja auch ein Emote werden, oder? Das ist ein gutes Emote. Ah! Muss ich mal gucken, ob wir das. Ich hab's ja in High Res, wenn ich es runterlade. Hat er auch. Ist schon im Discord, echt? Oh Gott. Was ich gucken wollte, ist, wie können wir denn hier schon mal gucken, wie wir nachher gucken? Twitch. Können wir schon mal schauen hier. Und zwar, das stimmt ja jetzt alles nicht. Was ist das denn jetzt hier, wo ihr das hier seht? Okay, warte mal. Und zwar, stopp. Und Albino del Rock. So. Jetzt sehen wir da Simon ganz groß. Moin. Ich tue das schon mal vorbereiten hier. Hallo, Dennis. Sieht doch gut aus. Wie geht das noch? Kann man ja so mit drin lassen, ne? Oh, dann haben wir das hier nachher. So. Machen wir Pause, sonst schluckt mir das hier ram. Und ja, auf jeden Fall Fleischhaufen. Vielen Dank für die Gifted Subs. Generell auch vielen Dank für die vielen Subs. Irgendwie jetzt schon wieder bei 1000, Alter. Das freut mich natürlich. Wir machen es einfach so für, weißt du was, das kann ja auch, wir können es ja so sehen, für den nächsten Spieltag von der Liga der Unsterblichen machen wir es so, da machen wir es uns jetzt zum Ziel, dass wir ein paar Streams davor wirklich trainieren, tatsächlich, jetzt haben wir was draus gelernt, wir trainieren zusammen und somit mit der jetzt erst Rechthaltung. Dass uns die Nervosität rauskommt, dass Dark Souls wie Atmen ist für uns. So machen wir das. Und das brauche ich so ein bisschen als Lichtblick. Ups, scheiße. Hä, wo bin ich jetzt dumm? Ja, hier. Resident Evil Musik immer im Hintergrund noch die ganze Zeit. So, also. Im Leben muss man Sachen abhaken können, das sage ich euch. Warte mal, ich kann mal was versuchen. Kann ich in diesen... in diese Krone schon was neidun. Ah! Die haben wir kombiniert. Okay, wie viel ist jetzt wert mit dem Ding? Warte mal, ist jetzt komplett? Untersuchen? Ich glaube, jetzt ist komplett, ne? Da kommt nichts mehr dran. Ja, geil. Das ist wahrscheinlich jetzt viel mehr wert. Verkaufen wir jetzt mal. What are you buying? Woran ist er gestorben? An einem Black Knight, dem Black Knight in Richtung Hydra da, zwischen. Wie heißt die Gegend da? Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. What are you selling? So, wie viel ist die Krone jetzt wert? 25.000, okay. Ah. Thank you, Zero. Is that all? Thank you, is that all? Is that all, stranger? So. What are you buying? Rotgewehr. Kann man mal upgraden, oder? Is that all, stranger? Benutzt sich eigentlich ziemlich oft. Thank you. Is that all? Thank you. Okay. 5 Punkte wären für mich in Mathe viel gewesen. Jana! Ja, so ging es mir auch. Ich habe mein Abi fast wegen Mathe verkackt. Ich habe tatsächlich nur einen Punkt machen müssen, damit ich mein Abi schaffe. Einen! Und das war, selbst das war fast, habe ich fast nicht geschafft.
Andersrum. Ich glaube, ich musste 3 Punkte schaffen tatsächlich, mindestens, im Abschlusszeugnis in Abi. Und ich hatte, man hat ja 4 Klausuren in der Oberstufe, ne? Also bei mir in Baden-Württemberg war es auf jeden Fall so. Diese scheiß Mucke, Mann. Kann ich auch so erzählen. Und ich habe dann in der ersten Klausur von den 4 tatsächlich knallhart 0 Punkte geschrieben. 0 Punkte. In der zweiten Klausur 1 Punkt. In der dritten 2 Punkte und dann musste ich irgendwie mindestens 5 Punkte machen, damit irgendwie der Schnitt, wenn das gerade Sinn macht. Ich bin nicht gut in Mathe, wie ihr jetzt wisst. Auf irgendwie, dass ich das hinkriege. Das war sehr knapp. War nicht gut. So, soll ich mich heilen oder soll ich das jetzt erstmal warten, bis hier noch vielleicht ein grünes kommt, was ich kombinieren kann? Wäre natürlich besser. Ich glaube, da kommt bestimmt gleich noch ein grünes, oder? Ich bin immer ein bisschen Risiko, mein Bad Boy. Okay, da sind jetzt so Dudes. Na gut, dann muss ich mir wohl doch heilen. Was ist eigentlich diese Waffe? Die hat sich angefühlt wie eine Schrot. Striker ist Schrotflinte, Donny. Ach so. Aber eine geilere, oder was? Die schneller geht. Kann ich jetzt die Schrot verkaufen schon wieder? Scheiße. Ich habe schon wieder dumme Sachen gemacht. Naja. War jetzt nicht so schwer. Ich muss schon sagen, ey, das Spiel ist schon auch umfangreich. Das habe ich letztes Mal auch schon mal gesagt. Ich meine, das ist nicht irgendwie ein kurzes Game. Es ist schon echt Umfang. Haben schon viel Arbeit und Liebe hier reingesteckt in das Level-Design und so weiter. Auch auf seine eigene Art und Weise. Weird ist. Also hier sind voll viele Dudes. Wieso sind diese Dudes, wie am Anfang waren? Diese Spanier. Diese Bauern. Enrico Flux, danke dir für den Sub. Was konnte ich denn hier machen? Achtung, bei Überladung des Wagens mit Dynamit wird der Trennschalter betätigt, okay. Konnte ich da irgendwas mit einem Wagen machen oder so? Hallo, X-Man. Ich schieße dir das Gesicht rein. Haha, lol. Uno, los dero. Was kann man hier machen? Aus wie ein Smiley Face. Okay. Komische Gegend, jetzt sind wieder so ein bisschen eher die Crap-Gegner hier gefühlt. Kann ich jetzt hier weiter was machen oder so? Mit dem Wagen? Oder was bringt mir das jetzt, dass es da drin ist? Jetzt wäre eine Granate gut, glaube ich. Warum nicht? Aber so eine Brandgranate. Na, scheiße, dumm. Das kann ich da nicht runter. Der war geil, aber. Der war geil. Befriedigend. Ich habe keine Waffe ausgesetzt. Ups. Okay, er ist ein fucking Feuerspeier. Korrigiere, er ist tot. Unvoller Stello!
Oh, war knapp. Huh, okay. Und jetzt? Gib mal hier hoch. Nein! Oh, war der geil! Junge, war der knapp, aber geil auch. Tschüss, Opa. Der lebt noch? Nee, aber du bist auch tot. Ja, komm her. Ha! Ja. Und jetzt gib mal das, schieb mal das Ding weiter, oder was? Verkauf die andere Schrotflinte, damit du mehr Platz hast. Ja, aber ich bin ein bisschen vorsichtig geworden mit Waffe verkaufen. Das haben wir jetzt echt schon ein paar Mal. Die Stromversorgung, okay. Dann müssen wir die mal berichtigen. Ja, und nochmal an alle, die das auf YouTube gerade gucken. Ne? Das wird auch ein kurzes Video, die alles ein bisschen durcheinander. Ich hatte es mir anders vorgestellt. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt noch großartig lange spielen, denn es ist jetzt nur noch 10 Minuten oder so, bis das beim Eddie losgeht. Das würde ich mir schon gerne angucken hier mit euch zusammen. Ich glaube, man sieht es mir nach. Ich glaube, es habt ihr ja selber gesehen. Ich lasse, glaube ich, einfach das Dark Souls-Ding drin. Es wird dann so eine Kombinations-View, die mein Dark Souls war und danach Resi. Die sind ein bisschen heftiger, die Dutzimmer, ne? Perfekt. Ja, hier hab ich's drauf. Easy. PG, Alter. PG. Geiler Gamer. So, was macht ihr? Schwachmaten da drüben? Wo ist denn der Strom? Strom, Scheiben. Prüfen. Die Plagas auf den Felden sehen fossil und mumifiziert aus. Okay. Diese Parasiten scheinen tot zu sein. Ich bin vor allem auch gespannt auf Eddies Anmoderation gleich. Deswegen will ich pünktlich da sein, weil ich mir gut vorstellen kann, dass er irgendeinen Kommentar zu meinem Run macht. Weil ich würde es genauso machen. Okay, raff ich gerade nicht so richtig, was ich hier machen soll. Strom ist immer noch weg, ne? Ja, achso, jetzt geht's. Ja gut. Ist das erlaubt, auch so Streams gucken von anderen und so auf Twitch, ne? Ja, schon eigentlich, oder? Oder ist es irgendwie auch... Es geht, oder? Also ich kann den Stream einfach selber hier anmachen und dann gucken, ne? Ich muss, glaube ich, nur aufpassen, wenn die Werbung schalten oder sowas. Das ist irgendwie so, da muss man nur was gucken. Klar, alles klar. Random Mensch im Chat sagt ja. Hey, I trust you guys. Hier ist noch Zeugs jetzt auf einmal. Gut. Ich brauche was zum Heilen. Er kann dich Copyright striken, theoretisch. Ja, aber das wird der nicht machen. Aber ja. Simon Unge macht doch nichts anderes, oder? Lustig, dass du den Simon Unge nennst. Jana. Boomer Jana. Hä? Ich bin gerade zu dumm, das zu lösen hier. Ich laufe ja schon die ganze Zeit ein bisschen rumverpeilt, ne? Was mache ich denn jetzt? Ich hab das Ding doch aufgemacht, dann kam der Kettensägenmann und... Ist jetzt hier irgendwie oder so? Muss ich jetzt hier was machen? Naja. Dynamit. Okay, und jetzt kann man das wahrscheinlich sprengen, das hier in der Mitte. Ich piss, das war echt Boomer. Ihr müsst wissen, Jana sagt immer, wenn sie lachen muss, sagt sie, ich piss. Eins im Chat, wer das auch kennt. Und zwei auch gerne, wenn nicht. Weil das will wir jetzt mal. Das prüfen wir jetzt mal hier, Jana, bei 1200 Leuten. Nur zwei. Nur zwei! Guck mal, wie das aussieht. Sieht aber geil aus, finde ich.
Piss, sagt sie immer. Wer ist Jana? Jana ist Kumo Jana hier im Chat. Das ist ein Ultra. Das sag ich einfach jetzt. Wo soll ich das Dynamit hin tun, Freunde? Da oben? Also bis zum Speicherpunkt kommen wäre schon mal nicht schlecht. Ich schaff's nicht. Gibt's ja auch Dynamit, muss man ja. Was würde denn Sinn machen hier? Jana rules auf jeden Fall. Ich war mit Jana schon Bier trinken. Jana und Lea, die waren in Berlin, haben gefragt, kommst vorbei, Bier trinken, wir gucken Fußball. Bin ich vorbeigekommen, haben wir Bierchen getrunken. War lustig. Leute, ich raff's nicht. Wo soll man hier hin? Warte mal. Muss ich jetzt nochmal zurück? Und da irgendwie da, wo es am Anfang war? Das Dynamit platzieren? Ah ja, doch. Da muss ich, glaube ich, Dynamit reinmachen jetzt, oder? Ich glaube, ich hab's. Nee. Hm. Mach weiter so, Matze. Danke dir für den Sub. Mach ich. Daniel hat keine Gamer-Augen. Ja, heute nicht. Hm. Ja, aber Leute, was verraffe ich denn hier? Vielleicht diesen Felsen wegsprengen? Ja. Ja. Geil, Mann. Ich hab's doch noch drauf. Oh, weg, ey. David. Danke für den Sub. Mit dem Prime-Sub. David KI 460. Die Tür geht wahrscheinlich erst auf, wenn der auch noch verreckt ist. Okay, ciao. Jetzt ist alles gut. Okay, nächster Speicherpunkt und dann speichern wir und dann ist dieses VOD oder diese sehr kurze, aber ich hoffe für euch trotzdem unterhaltsame Resident Evil 4 Session vorbei. Und dann gucken wir uns mal Ellie an, ha? Muss ich mal noch kurz mal schiffen gehen davor? Okay, hier scheinbar ein Bossraum. Ja, geil. Cool. Spiel gibt mir keine Pause. Wisst ihr was? Ich gehe zurück speichern. Geht das oder muss ich das alles nochmal neu machen? Wenn ich jetzt zurückgehe, weil langsam wird die Zeit knapp, ich will das nicht verpassen. Nee, geht, ne? Ich kann einfach zurück und dann ist aber das freigesprengt noch und so, ne? Ja, ja, gut. Okay, speichern, alles cool. Nice, Leute. Nice, Leute. Danke auch für euren Support, dass ihr so... Ja. Dass ihr so... ja, mich so ein bisschen aufbaut und so. Nicht so... sehr nett seid. Wegen dem Dark Souls. Wie heißt das? Dass ihr supportive seid. Das ist doch gut. Ich bin sehr froh, dass ich einfach eine untoxische Community habe, Leute. So, speichern. So. Fertig. Ich gehe jetzt schiffen kurz. Raided Donny rüber zu Eddie. Na nee, ich wollte ja hier gucken, hier live. Das hatten wir eigentlich so gedacht. Oder? Was macht da Sinn? Ich meine, wenn ich jetzt raide, würde ich ausmachen und dann einfach im Chat da sein. Aber wir hatten eigentlich gemeint, ihr wollt gucken, wie ich das gucke, oder? Naja, ein bisschen toxisch schon manchmal. Cube, dann immer bitte an die Mods melden und sagen, was genau, und dann kümmern wir uns drum. Ja, zusammen gucken, ja, genau. Haben wir da eigentlich auch so. Weil Toxicity kommt mir ja nicht hier rein in die Scheiße hier. Ich kann aber nicht immer, ich sehe ja nicht immer alles, ne? Ich habe auch mittlerweile manchmal viele Zuschauer. Rutschen manchmal Schweine durch, aber die sollen nicht durchrutschen, die Schweine. So, ich habe natürlich das Fenster geschlossen, was ich vorhin mir vorbereitet habe. Mit Eddie. Ich bereite das jetzt noch schnell vor und dann gehe ich kurz für kleine 5-Punkte-Hasen. Mal Ton aus und Browser. Vor allem das Schlimme ist, ich darf jetzt halt auch keine große Fresse haben. Das ist das Nervigste, weil ich jetzt verkackt habe. Ich mache aber so gerne eine große Fresse, wenn ich andere Leute kommentiere, also Kumpels, die ich halt kenne. Also bin gleich wieder da. Wir machen kurz einen Break. Und ja, bleibt dran und dann gucke ich mir das an. Schnell schiffen, bevor es losgeht.
So, ich glaube, es geht gleich los, oder? Wie heißt nochmal der Channel von Ede? Ich glaube, mir wurde gesagt, er spielt auf Rocket Beans. Ich kann ja mal da gerade fragen. Warte mal, ich bin wieder da. Ich hab's hier im Blick. Und dann schalten wir gleich rüber. Sieht so aus. Gucke ich mir noch kurz an, ob da Werbung kommt jetzt. Ist lustig, wie sich das entwickelt. Ne? Jetzt, ich war ja 3 Jahre selber bei Rocket Beans und jetzt bin ich jemand, der Rocket Beans guckt und selber streamt, wie ich Rocket Beans gucke. Und das ist lustig, weil ich kenne ja auch die Abläufe. Jetzt, jetzt kommt wahrscheinlich Werbung, Regie und so. Ist irgendwie lustig. So, jetzt kommt da genau noch ein bisschen was Werbung. Was hat denn... Ich habe mir jetzt übrigens eine Pizza in den Ofen geschoben. Ja, mehr habe ich gerade auch nicht zu sagen. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt hier auf Teufel komm raus mega cool unterhalten. Hey, herzlich willkommen bei meinem Channel. Wenn ihr neu seid, cool hier. Normalerweise sitzen die Rollen. Normalerweise werden die Gags geballert, aber auch nicht immer. Manchmal ist auch Scheißlaune, ist aber auch gut. Dann sind wir salzig drauf. Und ansonsten bleibt einfach hier und gönnt euch eine Donnung. Denn ich sag mal so, eine Donnung braucht jeder im Leben. Auch du. Schön, dass du da bist. Um 21 Uhr fängt der No Death Run an. Ja, soweit ich informiert bin schon. Oh, da sind auf jeden Fall sehr viele grüne Herzen bei im Rocket Beans Chat. Das heißt, die Bon Jovi Army ist da, denke ich mal. Wie lang war der Run insgesamt, meint ihr? Ohne Vorlauf und so, ohne Charaktererstellung? 20 Minuten, oder? Die 5 Punkte? Ich will es gerade nochmal reinschreiben hier bei Instagram. Es war 30 Minuten, 25 Minuten, sag ich mal. 22 Minuten, okay, ich sag mal 22. Hab verkackt, war nach 22 Minuten vorbei. Naja, aber ein Smiley Face. Und dann poste ich nachher noch den Clip, den ihr geklippt habt. Sowas finde ich lustig. So, ich glaube, ja, jetzt ist da gerade Werbung, gleich zu Ende und dann schalten wir rüber. Krass, so eine Streams mache ich selten, so einfach so abhängen und was zusammen angucken und so. Oder habe ich, glaube ich, noch nie so richtig gemacht. Normalerweise reagiere ich aktiv auf irgendwas oder so, wenn dann. Aber ist auch mal cool. Welche Pizza? Ich habe mir die, zeige ich dir nachher. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißt. So eine mit scharfen Zeugs. Viel Glück, Eddie. Guck mal, die sind... Okay, jetzt geht's gleich... Jetzt kommt nochmal eine Werbung. Ist doch geil. Finde ich auch. Gibt's hier Public Viewing quasi. Gerade läuft noch so eine Werbung da und dann sind wir... Mache ich den Ton an und dann gucken wir uns mal die Antwort an. Ha? Dann gucken wir mal. Ja, das können wir auch schon laufen lassen. Scheiß auch drauf. Mach mich mal noch ein bisschen nach da, oder? Mach mir auch gleich ein Bierchen auf. Ich hab noch so ein IPA. You know what I mean, guys? I'm like an IPA guy. Boah, ich finde auch IPA manchmal ganz geil, aber manchmal nerven auch Leute, die IPAs trinken und das auch immer wieder einmal zählen wollen, ne? War mal Anfang war es mal lustig. Am Anfang war es mal cool eine Zeit lang. Aber, I don't know, manchmal ist mir dann auch too much. Prost, Jano. Rocket Beans, die Viewer schauen? Ach, ich hoffe, so wird es nicht wahrgenommen. Das ist nicht mein Ziel. Ich bleib ja auch, ich gucke ja auch nur sozusagen den Anfang an. Also nochmal für alle, die gerade neu dabei sind oder die es nicht mitbekommen haben. Ich gucke jetzt Eddie an, bis er mindestens mich geschlagen hat. Das heißt, er muss den Asylum Demon machen. Das sind die 5 Punkte, die ich geschafft habe. Jetzt pass auf. Aha, guck mal, er ist von zu Hause aus, geil. Oh, yes. Okay, wenn es so weitergeht, dann verkackt er den Asylum Deal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich drücke heute die Daumen, dass er den Asylum Deal nicht schafft. Jetzt aber. Okay. Sound ist gut. Jetzt bin ich live. Alles klar. Danke, Paul. Ich habe gerade schon 5 Minuten in die Kamera gelabert und dann gemerkt, ich war gar nicht zu sehen.
Bin ich jetzt live? Gebt mir ein Herz in den Chat. Ich brauche Herzen im Chat, im Twitch-Chat, im YouTube-Chat. Ich brauche Bestätigung, dass ich jetzt live bin. Bin ich am Start? Könnt ihr mich sehen? Ich habe ein Herz reingepostet. Das ist die Harry Potter-Musik, die er gerade gesungen hat. Wo sind die Herzen? Erst wenn jeder ein Herz in den Chat geballert hat, geht's hier richtig los. Alles klar, ich sehe es. Er muss jetzt noch Charakter erstellen und so, ne? Was ist denn los? Es ist wieder Dienstag, es ist 21 Uhr. Heute wird wieder gestreamt und zwar von zu Hause. Von daheim, wo es am schönsten ist, bekanntermaßen. Freunde, heute erstmal kein Ender Lilies, aber ich bin mir sicher, wir werden im Laufe des Abends da noch zu kommen. Denn ich plane heute den Bonjour Dark Souls Death Run. No Death Run, besser gesagt. Was ist es? Also, Mental hat mich vor 2 Wochen oder so gefragt, ob ich Bock habe mitzumachen. Und bescheuert, wie ich bin, habe ich natürlich gesagt, na klar, es geht um Folgendes. Gespielt wird Dark Souls und man soll so weit kommen, ohne zu sterben, wie möglich. Jetzt werden die Clips da gepostet im Chat. Donnys Insaner also Run. Jeden Boss und Miniboss die Schweine, ey. Von Punkten. Ihr könnt euch, ich kann jetzt leider den PC nicht abgreifen, weil jetzt schon die PlayStation angeschlossen ist. Dann müsste ich also wieder umstecken. Aber ihr könnt euch auf Mentals Twitter-Account, könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Ich lese aber jetzt nochmal die Regeln des No-Death-Runs vor. Also, er hat gar nicht mitbekommen, glaube ich, dass ich wie weit ich gekommen bin, werde ich. So, der Run muss als VOD oder Livestream erfolgen. In meinem Fall also Livestream. Und da kann man schon mal direkt sagen, also ein VOD ist natürlich ein anderer Schnack. Weil Livestream, ihr seid jetzt gleich live dabei, wenn ich direkt am Anfang aus irgendeinem dummen Grund runterfalle und tot bin, dann war's das. Ja. Wenn ich das als VOD mache, könnte ich einfach nochmal neu anfangen und ab da dann erst schneiden. Und ihr würdet es gar nicht mitkriegen. Also doch, das finde ich schon von der Regelauslegung zumindest fragwürdig. Alle, die keinen Livestream machen. So typisch Ede. naja, muss jeder selber wissen. Ey. Muss jeder selber wissen. Lol. So, Run muss in der Woche vom 30.8. Okay, bis zum 5.9. erfolgen. Check. Run muss innerhalb von 2 Wochen beendet sein. Sage ich jetzt einfach mal check. Und der Spieler oder die Spielerin mit den meisten Punkten gewinnt. So, dann die weiteren Regeln. Jeder hat nur ein Leben. Startcharakter und Items sind frei wählbar. Keine Glitches oder Skips sind erlaubt. Kenne ich sowieso nicht. Keine Hilfe beschwören. Holy shit. Könnte ein Problem werden. Aber da ich eh nicht weit komme bis zu irgendwelchen Bossen, glaube ich, auch das kein Problem. Offline-Spielen halt, ne? Offline gespielt, das muss ich gleich noch einstellen. Und kein Seelenfarming. Auch dazu gab es schon ein paar Fragen. Was heißt genau Seelenfarming? Mental hat es auch noch mal dann auf Twitter geschrieben. Also es geht darum, dass man eben nicht einfach irgendwelche Mobs killt, resettet, sondern einfach wirklich versucht durchzukommen. Natürlich, es ist Dark Souls. Es kann sein, dass man feststellt, ich habe kein Estus Flask mehr, ich habe nur noch ein Drittel Energie und es ist zu weit bis zum nächsten Bonfire und man muss zurück. Dann ist das natürlich legitim, aber es soll halt einfach nicht gegrindet werden. Ich glaube, das ist relativ verständlich. So, dann die Punkteverteilung. Für jeden gelegten Boss gibt's 5 Punkte. Für Minibosse gibt's 3 Punkte. Ich bin noch da übrigens. Ich weiß gar nicht, Minibosse, ob das jetzt weird ist, dass wir das hier so gucken. Sowohl Black Phantoms als auch, ich glaube, alles, was für euch cool ist, ist für mich rot cool. ist. Also, ja. Black Hydra, Black Phantoms. Ich mache nur gerade nebenher. Havel zum Beispiel und so weiter und so fort. Ich mache nur gerade nebenher, falls euch wundert, den Clip gerade fertig für Handy, dass ich den posten kann. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch mal auf Mentals Twitter gehe, er hat da schon die Punkte gepostet, die momentan gelten. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine, irgendwie was gelesen zu haben, dass Maxim Markov hat 88 Punkte schon und ist noch am Leben. Oh oh. Und Mental selbst hat auch schon 60 Punkte und ist noch am Leben. Also das der weiß doch gar nicht, was krass. Ich hab, das ne? Das bedeutet ja, ihr müsst schon ordentlich was gelegt haben, ohne ein einziges Mal zu sterben. Ja, ich find's jetzt gerade nicht, aber ist auch egal. Also,
der Druck ist da. Auf der anderen Seite hat Donny vorhin gespielt, glaube ich, um 7. Ich habe es selber nicht gesehen, ich habe es nur gelesen auf Twitter und hat wohl relativ schnell das Zeitliche gesegnet und nur 5 Punkte gemacht. Also der ganz große Druck ist vielleicht weg. Asylum Demon. Wieso ist denn so nett? Und dann bin ich zumindest schon mal auf Pari. So. Der ist voll lieb! Ja, und ich habe mir gedacht, Leute, wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit heute. Ich habe mir gedacht, wir können ja heute auch endlich mal die Gelegenheit nutzen. Ich weiß nicht, wie lang dieser Run wird, ja, aber ich habe mir gedacht, wir können ja die Zeit auch nutzen, gemeinsam ein bisschen über FromSoft zu labern. Ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich ein großer Fan bin. Übrigens, was viele immer sagen. Ja, ich habe auch gedacht, Leute, das kenne ich. Ich habe auch gedacht, geil, langer Stream, langer Abend. Ich habe einiges vorbereitet. Ich habe hier noch ein paar Getränke kaltgestellt. Ich freue mich auf 4 Stunden Dark Souls. Das werden wir erstmal sehen jetzt. Aber ich weiß natürlich sehr wohl, dass ich jetzt nicht der krasseste Dark Souls-Spieler bin. Im PvP ist was anderes. Im PvP bin ich wirklich überragend. Aber er hat ein schönes Setup, finde ich, oder? Ist doch süß da. Außergewöhnlich gut zu sein. Wie soll das auch gehen? Ihr habt ja die Dark Souls Let's Plays alle gesehen, hoffe ich. Und ich bin ja bei jedem Endboss ungefähr 30 Mal, 40 Mal gestorben. Also insofern, ich liebe das und ich bin riesen Fan davon. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich es gut kann. Ich kenne mich ganz gut aus, weil ich es halt schon viel gespielt habe, weil ich die Guides gelesen habe, weil ich generell Videos angeguckt habe und so. Aber das heißt, es ist die Theorie sozusagen. Ich habe mir auch viele Schachvideos angeguckt, ja, und da bin ich auch nicht gut. Also insofern, einfach um schon mal den Druck von mir zu nehmen, dass nicht wieder heißt, ja, aber hier immer große Fresse und dann nicht abliefern. Nein. Und außerdem große Fresse und nicht abliefern ist ja auch viel lustiger als kleine Fresse und abliefern. Denk mal nach. Ja, so, meine Taktik. Spiel und ich habe mir gedacht. Ich bin lieb. Ihr Ilek, könnt gerne mal. Ich bin lieb. Eddie und ich sind ja Real-Life-Freunde, also keine Sorge. Das ist alles so. Ihr könnt gerne mal auch so mit mir ein bisschen chatten. So, lasst uns ein bisschen über FromSoft labern. Ich gucke immer meinen Chat. Ich muss mich aber natürlich auch konzentrieren. Es ist ja hier, es geht ja hier um einiges. Jetzt setze ich auch mal Kopfhörer auf. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach scheiße, jetzt werden da bei dem Chat, sehe ich gerade, Clips gepostet von wegen Ansage an Eddie von mir. Was habe ich denn da gesagt? Warte, ich gucke mir den mal kurz an. Bin ich jetzt? Was habe ich da gesagt? Oh, Vergangenheits-Donny, was hast du gesagt vor einer halben Stunde? Sage ich euch, lüge ich auch nicht. Ich werde auch hoffen, dass der stirbt beim Asylum Demon. Ich werde auch hoffen, dass er stirbt beim Asylum. Dazu stehe ich. Ja, das ist ja klar. Ich bin ja Competition-Mensch. Ich will ja gewinnen. Und wenn er da stirbt, bin ich immerhin nicht Letzter geworden. Ich hoffe, der macht jetzt nicht einen super langen Charakter-Ding, aber ja. Weil ich bin jetzt natürlich. Jetzt weiß ich ja, wie ihr euch fühlt. Mach jetzt, komm, fang an, hör auf zu labern, weißt du so? Edmund, der Krasse. Also, ich finde schon. Ich finde schon extrem befriedigend, wenn Eddie jetzt beim Asylum Demon verkackt. Ich werde da richtig feiern dann. Aber danach gucke ich es mir an, ein bisschen, was er macht. Mal gucken, wie lange wir dann hier noch streamen. Aber wäre natürlich schon ziemlich witzig, finde ich. Aber die ganze Nummer ist schon eine coole Sache. Nochmal liebe Grüße an Matteo und an die Bonjour-Leute. Echt, das ist eine nice Nummer. Das gefällt mir sehr gut. Dass da auch alle so mitmachen mit Bock und so. Klasse, da fängst cool. du mich schon an, was machen wir? Auch wenn ich verkackt habe, scheiß drauf. Nächstes ja Mal mache ich besser. Ich muss ja jetzt hier nicht auf irgendwas. Es geht jetzt weiß er wahrscheinlich nicht, was er nehmen soll, ne? Ich habe auch bei den anderen überhaupt nicht zugeguckt. Also. Wirklich? Ich weiß nicht, wie die anderen. Vagabund? Pizza, Donny, genau. Ich muss immer mal wieder mich daran erinnern, dass ich in den Ofen gucke. Ich werde dann auch einmal kurz weg sein und die zu schneiden und so, ne? Also nicht wundern. Und dann setze ich mich schön hin. Ess eine Pizza. Sag mal was anderes. Mal was Neues. Mal so ein bisschen so ein Just-Chatting-Streamer heute mal sein. Lifestyle-Streamer heißen die, oder? Nicht mit Gabel und Messer. Jeff. Ich heiße Jeff. Warum ist jetzt leiser bei ihm geworden? Kann es sein? Ich habe ihn. Also sein Mikro. Scheiße, wie viel. Ich glaube, 15 hat der Speer. Ich bin mir nicht sicher. Das heißt, nur der Dieb könnte ihn überhaupt als Anfangswaffe nehmen.
Vor allem das Witzige ist ja, und lame mich einfach mit. Ich mache ab und zu ein bisschen Mute, wenn ich hier was sage. Ich finde das Witzigste eigentlich, dass ich ja heute extra für diesen Stream, weil ich meine, ich habe mich ja wirklich vorbereitet. Ich habe mir heute Mittag noch ein paar Runs angeguckt. Ich habe ja wirklich notiert und aufgeschrieben. Ich habe den Overlay heute nochmal gemacht, habe alles vorbereitet. Ne? Habe ja sogar, und das Witzigste ist, ich habe ja sogar zwei neue Emotes gemacht heute für diesen Stream. Und der eine ist halt original mein Gesicht mit gut gemacht. Das ist also die Überheblichkeit, mit der ich heute rangegangen bin. Muss man auch mal sagen. Das ist eigentlich das Lustigste. Ich habe ein Emote gemacht mit meinem Gesicht, der gut gemacht heißt, weil in meinem Kopf war ich so, ah, den können die dann immer benutzen, wenn ich die Bosse wegmache. Ja klar, ist ja geil. Ja, immer wenn ich dann mehr Punkte, immer bei jedem Punkt können die den machen. Ja geil. Ja, war irgendwie nicht so. Das finde ich mit am witzigsten eigentlich gerade. Hol mal kurz mein Bierchen. Okay. Den Bandit. Dann nehmen wir als Gabe natürlich den Generalschlüssel. So viel habe ich ja gelernt in meiner Partie gegen Penno, dass man dann nämlich die Blitzdinger für den Taurus Demon kriegt. Das wäre schon mal nicht der letzte Platz, wenn ich das schaffen würde. Ist egal, Gesicht ist egal. Das ist alles schon egal. Gesicht. Gab's da nicht irgendwie so ein random Ding? Ganz kurz. Ich hole euch ab. Also, es gibt gleich diese hier. Pizza Tradizionale Diavola Calabrese. Das sind eigentlich grün. Also alles, was da jetzt gerade komisch aussieht, ist grün. Ich glaube, die ist nice. Und als Bier gönne ich mir jetzt das hier. Sieht man das? Wenn man immer scharf machen würde, wäre geil. Macht er nicht. Das heißt irgendwie Buen Velela Salt and Lime Lager. Okay, geht los. Oh shit, falsches Ding. Sorry. Let's go. Also Ton, warte, Ton. Was willst du da noch üben? Jetzt muss man ja einfach auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Ich hab schon wieder Schiss. Egal, Ed Hardy Bier. Ich bin mir noch eh gleich wieder um die Ohren. Donny, kennst du das Bier Potsdamer das Stange? Nee. Lustig. Als ich Dark Souls das erste Mal gespielt habe, dachte, so nennt man Götter Jauchs Penis. Geilen Asylum Demon. Und man denkt die ganze Zeit natürlich, das ist der, den man dann oben als ersten Boss quasi. Komm, der war nicht so schlecht. Dabei ist das der ja. Der wohnt in Potsdam, Leute. Das ist so geil. Das ist, alleine dafür liebe ich schon dieses Spiel, dass du am Also Anfang zum Wohl, ne, auf das euch. Ist das erste, auf die was fünf du Punkte, Leute, Post. In diesem Spiel ist einfach dieser fette Oschi, der da hin und her läuft. Und du weißt genau, one day we will fight. Fuck, ich liebe FromSoft. Ich kann es auch nicht. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören. Ja. Salami. Offline gehen, ja. Man kann doch am Anfang eh noch nicht. Ihr habt ja recht. So. Spielt er offline? Ja. Er spielt doch offline. Oder nicht? Ich gehe offline. Entspannt euch. Macht euch locker, ihr wohl doch was nicht. Was ist los mit euch? Mich triggert ja so ein bisschen, dass Eddie nicht mittig in der Kamera sitzt. Weil Waschi das gerade im Chat schreibt. Ich mache jetzt hier nicht einen auf. Aber ich merke gerade, eigentlich ist es egal. Ne? Oder so. Aber für mich ist es enorm wichtig, dass ich ruhig und entspannt bleibe. Und nicht, so, jetzt bin ich offline, ne? Und mich nicht unter Druck setze. Und wenn, da hilft es mir natürlich, wenn ich ein bisschen. Guckt Bonjour eigentlich auch? Laber und so ein Kram, weißt du? Warte mal. Ganz kurz. Ich glaube, nee. Eine hier, die Matteo macht wieder irgendeinen anderen Quatsch. Warte mal, wir haben doch noch eine Tür hier. Was ist das mit der Tür? Das ist einfach mein Lieblingsbild, wenn ich irgendwie Bonjour abends anmache und Matteo spiele. Das ist immer irgendwie sowas. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es irgendwie lustig. Ich finde einfach Matteo nicht, wie man es anders machen soll, aber es ist halt irgendwie. Halt nee, ich mach mal lieber so. Ich mach auch echt nicht so lange, ne? Also dann, halt ich mach dann auch natürlich einen Raid. Wäre super, wenn ihr jetzt alle, die hier gucken, dann rüber geht zum Rockbeans dann gleich und schön supportet. Es passiert den Besten. Will ich damit. Aber ich will natürlich jetzt gucken, wie er sich beim Asylum Demon schlägt.
ASMR-Bier. ASMR-Bier. Ein bisschen unlogisch, dass im weiteren Verlauf des Spiels der Boden hier einbricht. Ne? Aber Eddie hat schon auf jeden Fall oft gezockt. Aber warum nicht? Ich habe auch mit ihm schon oft... Kleiner Funfact, auch wenn ich jetzt über Eddie rede. Eddie, ich habe einmal, nachdem ich Dark Souls 3 beendet hatte, habe ich Eddie so, also wie so zwei Vollidioten haben wir uns gegenseitig so uns so beeindruckt wie so Gockel mit ihrem Bild und den Waffen, die sie jetzt haben. Ich habe ihm so ein Video geschickt per WhatsApp, so wie ich so mein Flammenschwert oder sowas schwinge, so plus 15 irgendwas, und er dann so warte mal ab. Hat er extra die PlayStation angeworfen und auch ein Video gemacht und mir so sein Bild gezeigt. Und so. Ich dachte mir so, yes, man, das ist Dark Souls. Ich liebe es. Ich liebe es. Dass man da so abnerden kann und sich das so gegenseitig zeigen kann, fand ich irgendwie cool. Und ich fand es auch absolut nicht weird. Parrying. Und Matteo hat deinen Run gesehen. Ah, okay. Da war, hat ja nicht lange gedauert. Aber es reicht ja, wenn es einmal nicht klappt. Er spielt mit dem Krieger, ne? Nee, Bandit. Nee, wie heißt der nochmal? Mit dem spiele ich ja meistens. Normalerweise. Mit der Axt. Jetzt kommt hier schon die erste knifflige Situation. Bandit, genau. Ich überlege mir auch echt, das Shirt zu holen, was er hat, das Mikrofon. Das ist schon geil, ey, dieses SM7. Man kann auch. Das macht schon einen wärmeren Sound, auch für meinen Podcast und so. Ich habe ja das Shure MV7. Hashtag keine Werbung. Was mit der Pizza? Ja, ich glaube, die ist jetzt fertig. Ich guck mal eben. Danke, Juni, das lieb. Den kann man übrigens auch direkt killen, wenn man will. Und nix. Macht aber auch nichts. Geräusche sind so geil, ey. Man hört ihn schon knurren. Wisst ihr? Völlig unnötig. Hast du was verpasst? Sowohl gegen den zu kämpfen, als auch den versuchen zu parryen. Warum? Ich kann euch die Pizza gerne zeigen, aber es ist halt Greenscreen, ne? Er macht's genau wie ich, er spielt sich noch ein, ne? Guck mal hier. Yum, 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 yum. Hätte ich aber ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass der nur einen halben Energiebalken abnimmt, sonst hätte ich vielleicht nicht ganz so größenwahnsinnig gegen ihn gekämpft. Jetzt hab ich Transparenzpizza, genau. Greenscreen. Unglaublich, diese Technologie. Oh, jetzt geht's los, come on! Okay. Also. So gerne ich Aide mag. Ich will, dass er jetzt verliert. Let's go! Beim ersten Mal ist er halt einfach da fucking hochgesprungen und hat mich vom Balkon gehauen. Oh! Ja, war nix. Oh, das sieht nicht gut aus! Kein Risiko ein. Block. Herz. Wohl. Was? Okay, 5 Punkte. Minimalziel erreicht. Ich glaube übrigens, jedes Souls-Spiel wäre 50% einfacher. Könnt ihr das schon? Naja, also, Freunde, jetzt sind wir punktgleich. Wäre 50% einfacher ohne die Bossmusik. Also, jetzt sind wir punktgleich. Er muss jetzt natürlich noch einen Boss machen. Sagt mir mal, ist das oder eigentlich Punkte vom Ton überhaupt okay? Ich kann hier auch Spiel oder mich noch leiser machen. Scheiße. Schon geil gewesen, ey. Warte, ich schreibe mal in den Orgelbeans-Chat. Jetzt hier einfach.
Ich habe gerade geschrieben, jetzt bitte sterben, ja, dann sind wir beide letzte Ede. Aber bei dem Chat, der flippt gerade aus, sind 4000 Live-Zuschauer da. Und wahrscheinlich auf YouTube ja auch nochmal. Die machen ja auch YouTube-Livestream. Ich denke mal, es werden auch so 10.000 insgesamt sein, oder? Was meint ihr? 8.000 sind das? Ein bisschen her. Ich überlege, irgendwelche geilen Kürzungen gibt. Jetzt ist halt die Frage, wie lange lässt er sich jetzt Zeit? Ne? Wie lange gucken wir jetzt? Ah, jetzt reagieren sie auf mich im Chat. Hör auf. Wie schmeckt das Bier? Echt gut, muss ich sagen. Lecker. Also ist mir ein bisschen nicht herb genug, ehrlich gesagt, aber ist okay. Geht gut runter. Stone. Buervenza Lager. 4,7% Alkohol. Aber ich mache nur das eine Bier heute. Ich will nämlich nichts für Bier trinken mehr. So, Pizza mal Test. Bin ich jetzt Essen-Streamer? Ja, genau. So, hier sind schön viele Peperonis drauf. Ah, die kam was. Werdet ihr vielleicht sagen, warum macht er das? Ich mag diese Restaurante, Rustica-Pizzen, oder wie die heißen. Voll und, glaube ich, Mara schreibt gerade im Chat, Donny, warum warst du bei dir so schnell vorbei? Ach stimmt, jetzt kriege ich wahrscheinlich die ganzen Sex-Gags die ganze Zeit, ne? Vielleicht muss man dann mal schnell... Jetzt kriege ich wahrscheinlich die ganze Zeit immer irgendwelche Gags auf Twitter von irgendwelchen ganz lustigen, so, 5 Sekunden, 5 Punkte, bei dir geht's schnell vorbei, ne? So, da muss ich nicht lang, weil ich eh nicht auf Geschicklichkeit gehe, das heißt, den Speer brauche ich nicht. Nervt es kaum? Feierling, Shrine, Tante unten bringt. Wenn es kaum nervt, dann mache ich mutig. Ich bin es gar nicht gewohnt, so zu streamen, ganz ehrlich. Und vor allem nicht, wenn 1600 Leute da sind. Wer mich kennt, weiß, dass ich dann meistens eher so ein bisschen aufgedreht bin oder versuche, jeden einzelnen potenziellen neuen Zuschauer innerhalb von 2 Sekunden von mir zu überzeugen in meinem Stream. Da, bitte bleib hier, hier ist lustig. Aber weißt du was? Ist auch mal ganz geil, einfach komplett sich selbst zu sein, einfach hier zu sitzen oder das zu gucken und Pizza jetzt zu essen. Jetzt kommt schon die erste Stelle. Kann ich mich dran gewöhnen. Die jeder Dark Souls-Spieler kennt, die schon ein Pain in the Ass ist. Boah, ist so krass, Alter. Kirche, den muss ich erst aktivieren. Aber er ist schon leise, oder? Man kann schon relativ schnell das Zeitliche segnen, wenn man Pech hat und wenn man scheiße ist. Obwohl, nee. Der passt, der Ausschlag passt eigentlich. Ist, ehrlich gesagt, bei so einem No-Death. Donny Reaction Streamer confirmed. Normalerweise ist einem das ja scheißegal, weil das Lagerfeuer. Ich find's sehr gemütlich. Jawohl, make gemütlich great again, Leute. Werde ich mal gucken, ob er einen Parry hinkriegt. Ich erstmal pullen. Sag nein. Na, das kann er noch. Das kann man eben nicht nehmen. Der da unten dürfte mich nicht sehen. Der dürfte direkt. Pizza willst du, Paul? Na komm her, kriegst ein Stück. Komm nach Berlin. Gib ich dir ein Stück. Himmel. Kann doch eins aufheben. Na, sitz doch. So. Ich schreibe immer mal wieder so irgendeinen Smiley von meinen Emotes in den RBTV-Chat. Komm doch. Mal gucken, ob die Leute. Damit die wissen, ich bin da. Ich nicht. Kann ich nicht. Ede ist eher auch der Blocker als Roller. Ede ist vor allem auch ein Rocker. Jetzt pass auf, vielleicht fällt er runter irgendwo. Der macht den Fehler mit dem Lock-On. Kann ja schnell passieren, dass man runterfällt. Keine Eile. Ziel ist es nicht, schnell zu sein. Der Typ ist nämlich tricky hier. Ich kenne Ede auch. Ede ist ja auch jemand, der schon auch gerne ja, zeigt, was er kann. So ein bisschen auch, wie genau wie ich. Bin da genau gleich. Der flext auch schon gerne und zeigt so ein bisschen coole Trick. Pass auf! Jetzt, jetzt habe ich ihn fast runterfallen gesehen. Hier ist schon wieder so eine Stelle, ey. Dann rutscht er da mit rein. Weißt du, ich meine? Dass er dann auch vielleicht ein bisschen zu aggressiv spielt, obwohl es nicht nötig ist. Bisschen flexen. Bin ja auch so. Mh. Achtung! Ein bisschen Spaß muss sein. Das war knapp, Alter, gerade. So, wer hat der ist die auch Eier nervös, glaube ich. Und holt sich das Item da hinten? Ich nicht. Paula verdient mindestens 2 Stück Pizza. Stimmt. Aber Jana gar nicht, weil die hat mir neulich ein Bild gezeigt. Ja, Leute. Bisschen. Von der Pizza, die sie sich gemacht hat. Action wollen wir hier natürlich auch. Müsst ihr euch vorstellen, die macht eine Pizza. Wir haben keine Eile. Und dann nimmt sie die Pizza und macht mit Mayo oder mit einer Soße komplett kreisrund ganz auf die Pizza drauf und fragt mich, ob das akzeptabel ist.
Nein. Und ich sehe es schon. Nein, ich weiß doch noch. Und beim Taurus-Dämon einfach in den Abgrund zu rollen. Das ist natürlich auch einfach. Habe ich auch gesehen. Finde ich nicht okay. Egal, wie oft man den schon gemacht. Siehst du mal, Jana. Ich tue nicht nur einen Mobben. Das ist Realität. Ich speak the truth. Vielleicht sollte ich ohne Bild. Das war Cocktailsoße. Ja, klar, dann macht's besser, Leute. Mhm. Pizza mit Cocktailsoße. Richtig italienisch. War das schon eine Todesfalle? Warum geht denn der da runter? Die Seelen, denn wir wollen es gleich hochleveln. Aber hier unten ist schon. Mit Sriracha ist alles voll legit. Na, weiß ich nicht ganz genau. Ich finde Sriracha. Ich bin ein bisschen picky bei Sriracha. Ich bin da ein bisschen so. Ich finde, Sriracha gehört auf asiatische Gerichte. Und nirgendwo anders. Wie seht ihr das? Bin ich da komisch? Ich finde, Sriracha gehört in eine Vater, wie auch immer man das nennt, in Fried Rice. Hat irgendwie sowas Asiatisches rein, aber ich kann mir das nicht. Es ist ja so. Auf Steak machen oder so. Cholula, Alter, auf jeden. Dass mein Sohn Harry Potter angefangen hat. Und die ganze Zeit das Lied singt. Ich deshalb auch ein Ohrwurm habe. Essen im Stream, check. Bier, check. Jetzt noch Unterhemd, rülpsen, furzen und rauchen und schon bist du im deutschen Stream-Olymp. Ah, Timo, du bist in letzter Zeit auch ein bisschen auf Krawall gebürstet, kann das sein? Oder lese ich das nur falsch raus? Hängen sie. Guck dir die Larrys an, ey. Peinlich. Sriracha wird... Ah, Sriracha ausgesprochen. Die kommt aus Thailand. Echt? Sriracha. No way. Bist du Thailänder? Warte mal, haben wir das alle falsch gesagt unser ganzes Leben lang? Das heißt Sriracha. Kann doch gar nicht. Abfall. Ey, Woody, was geht ab? Wieso musst du dich ausruhen, weil du so alt bist? I said it. Ich hab's noch nie gesagt, okay. Fake News. Ja, er liest die Bücher, ich lese ihm vor, er hört die Hörspiele, er hat den ersten Film zur Hälfte geguckt. Ich glaube, bei der Geschichte mit dem Troll auf der Toilette Sriracha, ist davon am besten Schiss gekriegt. Da ich habe das noch nie gehört, was ist das überhaupt? Aber er redet von nichts anderem. Ja, na ey. Nee, krieg morgen mein erstes Tattoo, du Sack. Was ist, ach cool. Kann mir schon vorstellen, was, nice. Cool, ja, viel Erfolg. Oder was sagt man, wenn man ein Tattoo kriegt, gut. Gut stech? Das hat man wahrscheinlich Leuten, die irgendwie erstes Mal haben oder so wahrscheinlich, ja. Weiß auch nicht, Leute. Ich sitze hier und esse Pizza. Wie weit ist denn Maxi? Muss echt aufpassen, dass ich hier nichts politisch Inkorrektes sehe. Ja, weil ich so entspannt bin, von wegen, ich sitze hier und gucke Fernsehen. Weil, so wollen wir ehrlich sein, machen wir alle, wenn wir nicht irgendwie im öffentlichen Leben sind. Also somit, also ich meine jetzt nicht im öffentlichen Leben, Person des öffentlichen Lebens, sondern wenn ihr nicht irgendwie... Ihr wisst schon, was ich meine. Mein Gott, weiß nicht, wie viele. Mach mir doch in Ruhe. Meine Pinze essen hier. Verkack doch jetzt mal, Ede. Man vergisst die Kamera so schnell. Ja, ich kennt ihr das so, auch diese Compilations von so Streamer-Fails? Ey, ganz ehrlich, als wenn du selber Streamer bist... Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, kriege ich da ganz komisches Anxiety-Gefühl, wenn ich sowas gucke, weil ich dann immer denke so, boah, fuck, was glaubst du, was ist mehr los, wenn dir das mal passiert? Boah, wenn so ganz, ganz peinliche Sachen irgendwie, weißt du, die Cam anlassen oder irgendwie, was weiß ich. Ich meine, mir ist auch schon mal passiert, dass man in meinem Browser irgendwie Pornos gesehen hat, also im Verlauf, Suchverlauf. Aber ich war ganz schnell gelöscht, ihr Mäuse, aber ein paar haben es gesehen. Und stehe ich zu. Den Drachen verpasst. Machen wir alle, macht ihr auch. Aber gut, als Streamer sollte man es vielleicht vorher den Verlauf löschen. Machen wir doch. Aber das ist schon so das Maximum, was mir passiert ist. Aber stell dir mal vor, also ich weiß nicht, ihr kennt, es gibt so Streamer-Compilations, wo echt so krasse Sachen passieren, ey. Das ist nämlich das, was jeder erstmal 10-mal versucht und dann entnervt aufgibt. Ich glaube, da kann es gibt diese krassen, finde ich, da gibt es so eine, so eine Compilation, wo Leute erwischt werden, cheaten. Schon wieder so ein Weil sie vergessen haben irgendwie, dass man den Wallhack sieht oder sowas und dann reingehen und dann diesen Moment, wo sie selber merken, ach fuck, das hat man im Stream gesehen, ist immer übelst unangenehm, weil man voll merkt, dass sie sich dann so anfangen rauszureden und dann irgendwie und den Stream abbrechen oder so. Das ist ja auch eine nervige Stelle,
aber machbar. Aber darf man auch nicht am Anfang übermütig sein. Hau mal Empfehlungen raus. Für Paulus. Larry hier runterholen. Privat. Ich mach's ganz langsam. Will weit kommen. Ja, mach ich nicht. Frag doch Hilko. Wenigstens den Taurus-Demo noch. Aber guck mal, er spielt bis jetzt genau wie ich, auch mit dem Dahinlocken, also super vorsichtig an die Treppe und so. Hier ist mein erster Farmspot gewesen, dann beim Bonfire und dann hier rechts die Typen. Ey, die Pizza schmeckt so geil gerade, Mann. Ich bin Thailänder, du hast es fast perfekt ausgesprochen. Das T in T-H-I wird leicht stumm gesprochen. Das ist natürlich hier über die Brücke. Und das Ra schön in die Länge ziehen. Richtig miese Stelle. Tiracha. Wenn da Tiracha. Der Typ dir den Weg Tiracha. Versperrt oder so, kann richtig. Hilko guckt keine Porn, das ist doch klar. Na klar. Ja, eigentlich brauche ich ja gar kein Bonfire. Leute? Weil wenn ich sterbe, bin ich ja tot. Ich würde mich nicht an das Bonfire setzen, das war ein Fehler. Brauchst du natürlich ein Level. Nee, hätte ich nicht gemacht. Ich wäre erst zum Händler. Schreibe ich jetzt auch in YouTube, in den Chat von RBTV. Ich wäre erst zum Händler. Ich gehe erstmal echt nur auf Vitalität. Du Noob. Nee, okay. Mit, oh, sachlich bleiben wir, ja. Wäre geil, wenn wir mal so einen Film gucken hier so zusammen. Aber man kann ja irgendwie nichts gucken, oder? Das darf man ja nicht. Prime Watch Party. Aber das habe ich echt nicht gecheckt bis jetzt. Also das heißt, nur die, da dürfen nur Leute zugucken, die auch Amazon Prime haben oder was? Jetzt kann's passieren. Hier bin ich auch schon oft runtergefallen. Der hier kann tricky sein. Wenn du eingeloggt bist, also log on meine ich, kann's passieren, wenn du dann eine dumme Rolle machst, dass du mit runtergezogen wirst. Interstellar, Timo, nur für dich. Hinter der Patreon Wall. Den hatte ich schon wieder Timo, für 100 Euro schaue ich nur für dich mit dir zusammen Interstellar. Und die 100 Euro sehe ich nicht als Gage, sondern als Schmerzensgeld. Habe ich auch so gemacht. Macht er gut. Mit dem Treten. Richtig. Nice. 100 Euro ist doch kein Geld. Ja, stimmt, hast du recht. 1000. Könnten wir uns jetzt einen Katana holen? So ging der Escort los. Meiner Charakter war eh nicht. So fing das an mit Donnie. Ein Jahr später Schnitt. Ich bin bei OnlyFans. Aber komplett ripped im Tub. Weißt du, komplett wirklich so ripped. Geil. Shop. Waschbettbauch. Wenn man den killt, kriegt Penisprothese, riesen Gerät irgendwie. Und winkt euch dann damit immer zu und sagt, ja geil, 100 Euro, ich guck mit euch einen Film Aber an. Ich werde ihn brauchen. Deshalb kann ich ihn noch nicht. Es ist dumm. Killen. Penisprothese. Ja, sonst ist es ja verboten. So, wollten die nicht irgendwie Porno... Pause machen, ein bisschen wollten die nicht pornografische Sachen sogar irgendwie abschaffen bei OnlyFans neulich und haben dann eine Woche später gemerkt, oh nee, doch nicht so gut? Ihr fragt euch, warum brauche ich das? Nun. Die bodenlose Kiste zum Beispiel. Das Wichtigste. Ja, wollten sie. Haben festgestellt, dass da 90% der Einnahmen weg sind. Naja, aber das verstehe ich nicht. Die sind ja nicht jetzt bei allen Gags und so, die sind ja nicht so dumm. Ist ja eine riesen Firma mittlerweile. Die machen ja mega Kohle. Das muss dir doch klar sein. Vielleicht dachten die so, die könnten dann auch sowas wie Twitch werden oder so. Ich habe keinen OnlyFans-Account tatsächlich. Ich habe es nie gecheckt, weil man das irgendwie mit dem Twitter-Account... Ich wollte einmal reinlurken, gebe ich zu. Dann habe ich gemerkt, man muss das irgendwie mit dem Twitter-Account verknüpfen. Da habe ich mir gedacht, nee, nicht mit meinem fucking öffentlichen Twitter-Account mache ich da jetzt so eine Pornoseite auf. Nachher kommt da so eine Benachrichtigung irgendwann so, die ist wieder online, Donny, willst du nicht vorbeigucken? Und dann tut man das aus Versehen teilen. Und dann sehen das 60.000 Leute. Nee, nicht so Bock drauf. Muss auf jeden Fall. Es ist halt echt schwer ohne Farmen, obwohl ich habe ja Seelen. Ede, jetzt mach doch mal was Gefährliches. Was kostet denn der Bogen? Ich habe in All Caps geschrieben, vielleicht werde ich jetzt gebannt.
1000. Oh, kann ich den überhaupt benutzen? Geschicklichkeit 12. Hey, nochmal die Punkteliste, ne? 88 Punkte, Maxim. Muss noch drei Level Stand jetzt 60 Punkte, Matteo, wo ich auch irgendwie also der Meinung bin, naja, so also, dass er jetzt weiter zocken kann, nur weil er es abgebrochen hat, weil Streamingplan bei Bonch war das irgendwie nicht da zugelassen hat, finde ich auch. Eigentlich müsste er bei den 60 überlegen. Punkten stehen bleiben. Just saying, only cool my two cents. Aber trotzdem, immerhin 60, ist auch saustark. Und dann ich 5. Sieht halt schon scheiße aus, ne? Muss man auch mal sagen. Wollen wir uns das nochmal angucken, den Clip? Für zwischendurch? Einfach nochmal auffrischen, wie es war? Ich beantworte die Frage, ja. Bogen brauche ich, um den Drachenschwanz abzuschießen, nein! Leute. Nee, und komm! Nee, 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 nein, das ist, oh, das ist, nee, das zählt, nein! Deshalb werde ich einen Bogen brauchen. Oder finde ich irgendwo einen? Wo finde ich denn nochmal einen? Nein! Nee, komm! Ich hätte vergessen. Nein! Also man findet... Nein! Irgendwo nee, komm! Nee, 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 nein! Ups, ja, was ist das denn hier? Die Frage ist, das denn? Ist aber natürlich auch... Sieht aus wie ein Idiot, muss ich ganz ehrlich sagen. Letztes Stück Pizza, Leute. Also langsam muss er mal rankommen jetzt hier. Macht da mal was Gefährliches. Ich meine, der Black Knight kommt ja jetzt, oder? Den muss er doch machen. Doch, das Drachenschwert ist natürlich ein sehr guter Ort. Warte mal, der will jetzt aber nicht das Drake Sword holen. Habe ich das richtig verstanden gerade? Och ja, da will er flexen. Ja, hat er gut gemacht, den Sprung. Mein Gott. Deshalb wäre das ja leicht. Es ist doch sogar in den... Ey, übrigens, Simon, Micha, moin. Schön, dich mal wieder zu sehen hier. Nice, Mann. Es ist doch sogar in den Regeln, dass man sich ab Streamstart 2 Wochen Zeit lassen darf und immer unterbrechen darf. Ja, okay, gut. Ja, aber I'm just saying. Bei uns im Schwabenländer sagt man Geschmäckle. Armbrust. Mit der Armbrust habe ich das. Hat ja Eddie auch vorhin so gesagt. Es ist auch alles ein bisschen mit Augenzwinkern, Leute. Gute Nacht, Donny. Die Oma muss ins Bett. Ey, Woody, viel Erfolg morgen beim Tattoo. Lass mal sehen, wie es aussieht, wenn es verheilt ist. Wenn du Bock hast. Wenn es nicht zu privat ist oder so. Wenn es kein Arschgeweih ist oder sowas. Das Drachenschwert erlaubt? Also. Wüsste nicht warum. Sag mal, wie weit ist eigentlich Maxim gekommen? Beziehungsweise warum? Ich habe mir seinen Run auch nicht angeguckt. Bei 88 Punkte, das ist ja fast schon. Das müsste doch eigentlich irgendwie schon Endgame sein, oder nicht? Habt ihr das gesehen, mitbekommen? Also insofern. Sans Fortress. Das heißt. Beim Gaping Dragon. Oh, der ist aber eigentlich. Der ist. Also, das klingt jetzt ein bisschen natürlich von dem 5-Punkte-Mann. Ich habe natürlich jede Glaubwürdigkeit für immer verloren jetzt, ne? Also wird mir jetzt wahrscheinlich für immer also kann man jetzt immer den Gag machen, wenn ich sage, ja, der ist doch einfach, naja gut, von jemand, der 5 Punkte gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, aber da muss er, wie ist er denn dann gelaufen? Der ist dann... Wie gesagt, Bogen. Oh, habe ich jetzt die Kamera gewechselt? Brauche ich gar nicht. Ah, ich mache immer das Falsche hier, sorry. Sorry für Aufstoß, Pizza. Wäre wünschenswert. Dann ist er doch... Also um die Sans Fortress zu gelangen, muss man ja beide Bells gemacht haben. Also er hat auf jeden Fall die Gargoyles gemacht und, lass mich nicht lügen, er war, nee, warte mal. Bin grad dumm. Ja, und hier, Quaelag. Alter Schwede, es ist schon bei diesem kleinen... Das heißt, er hat auch Bleitown gemacht oder hat er es geskippt? Trash-Mobs hier können einem schon doch, krass, ordentlich einen Strich durch die Rechnung machen. Also Pilot 1923 hat gerade übelst die Nachricht geschickt. Oh, ist es ist genau der Verlauf vom Maxim? Es kann alles passieren, Leute. Wenn ich irgendwie plötzlich okay, in den Loop gehe, dann ist mal irgendein Kind... Den lese ich kurz vor, das ist ja geil. Danke erstmal, Pilot. So. Also er hat... wieder um die Ecken gezogen. Asylum Demon gemacht, dann Taurus, dann Black Knight. Normalerweise wäre das meine Strecke, Leute, das wisst ihr, wenn ihr öfter hier guckt. Das war meine Trainingsstrecke, hätte ich einmal machen sollen. Ein Scherz, ein Scherz. Dann das Schwein, genau, das war eigentlich auch mein Plan. Dann Keulenboy, wer ist Keulenboy? Tatsächlich ist meine Frau auf dem Elternabend. Dann Hellebarde, Black Knight. Hat er die bekommen? Warte mal, hat er die Black... Light Halbert bekommen. Weiter geht's. Da ist natürlich was anderes dann. Dann hat er den Channel noch gemacht, hätte ich auch gemacht. Dann Havel, dann Schmetterling, 1000 Gargoyle, Toter Drache, unter der Drache, Mildred, Quaidag, okay. Nee, die hat keine Black Knight, okay. Was spielt er denn? Mit einer Crystal Halbert? Warum sollte man denn dieses Drecksschild nehmen? Okay, falls man einen Charakter... Der Ritter vor der ersten Feuerhütte, sieht das Keulenboy, okay. Blockt, ne? Hm, ach so, der heißt, glaube ich, Punisher. Bei den Baldur Knights, ja. Oder level ich. So, jetzt wird's langsam ernst, Eddie, jetzt müssen wir was machen.
7,2% ja, Chance, nichts zu bekommen. Und er hat nichts bekommen. Wie unlucky eigentlich. Erstmal, erstes Ziel, Taurus. Ja, so kann man es auch sehen. Aber sollte man nicht eher bei sowas immer dann über Drake, Thor, also die andersrum sehen? Also so und so Chance, etwas Rapper zu bekommen und nicht andersrum? Kann man das immer umkehren, sowas? Und gucken, wie wir das finanzieren. Soldatenhelm sollte besser sein als meiner. Aber auch schwerer. Also jetzt langsam muss er mal ran. Oder? Ja, wo ist denn das Farmen? Das ist ja nicht Farmen. Das ist einfach ganz normal das Spiel. Ich muss ja meine Estus fressen. Ach geil, er kickt ihn. Er wird schon genervt. Doch am Anfang 10. Von Leuten, die jetzt sagen, dass das Farmen ist. Das ist auf keinen Fall Farmen. Okay. Oink sagt, die Kristallhallebade gibt den Anno Lando, I know. Mit mehr als 5 Punkten hättest du das gewusst. Fuck you! Und ich lese es auch noch vor. Ich muss echt mir alt mal angewöhnen, fucking Sätze, die ich vorlese im Chat, vorher einmal im Kopf durchzulesen. Vor allem bei so vielen Zuschauern. Aber okay, I give it to you. Guter Troll. Ohne Witz, no hard feelings, guter Troll. Ich glaube, das wird mir jetzt in nächster Zeit öfter passieren, sowas. Hey Nina, was geht ab? Geh mal Urlaub machen. Aber schön, dass du hier bist, aber mach mal Urlaub. Ist das der Schlüssel, den man auch beim Händler kaufen kann? Ich weiß. Nein. Nein, kann man nur von der anderen Seite, ne? Da geht's Richtung genau. Capra-Dämon. Da muss man sich bei der Brücke runterlassen. Gibt keinen Schlüssel, das ist nur eine Tür, die von der anderen Seite aufgeht. Loop. Aber ich habe ja nur 5 Punkte. Nicht mehr genau weiß, wo was ist. Ja, die ganze Zeit nur die Steps hören. Ich habe geschrieben, so ein Noob, das weiß sogar jemand mit 5 Punkten. Mal gucken, ob der Gag Black zündet bei Firebomb. Dem. Yes. Seid ihr mal live dabei, wie ich warte, ob ein Gag von mir zündet in einem Chat. Aber ihr seht den Chat jetzt nicht, aber ihr könnt ja mal rüber gucken. Na, er zündet nicht, keiner reagiert drauf. Naja, alles klar. Cool, ja, willkommen in meiner Welt. In Darkroot Garden komme ich aber nur, wenn ich, ja, soll ich Havel machen? Havel Maxim spielt mit Maus? Also no way. Echt schwer. Dauert halt lange. Nee, wir müssen alle mit Controller spielen, oder? Das ist ja wohl schon eine Regel auch, oder? Oder steht es nicht in der Regel? Ich glaube, da komme ich noch gar nicht. Oh, jetzt kriege ich richtig harte Burns in dem RBTV-Chat. Was ist eigentlich schlechter? Dein Dark Souls-Gameplay oder deine Gags? Boah, jetzt wird's aber auch gemein. Diese Steps, die ich hier die ganze Zeit höre, das macht mich wahnsinnig. Was habe ich denn gerade eingesammelt? Der spielt nicht mit Maus, okay, gut. Ach ja, ich habe ja meine Keule noch. 5 Punkte jetzt bei Wikipedia. Warte mal. Nee, das hat jetzt nicht wirklich jemand bei meinem Wikipedia eingetragen, oder? Irgendwas habe ich doch gerade eingesammelt. Was war das? Das wäre so fucking witzig. Das kommt davon, wenn man es zu schnell weg. Ich guck kurz nach. Also mich selber googeln. In dem Fall darf ich das. Donnie. Ja, erstmal Donnie Brasco, Ronnie O'Sullivan und ich komme irgendwann ganz am Ende. Ja, Seelenpoppen. Natürlich. Ich überfliege gerade. Nee. Etwas, was man macht. Aber ich wette, das wird jemand eintragen. Und dann. Fände ich aber wirklich witzig auch. Oder am 1.9.2021 erreichte er im Rahmen des und dann so übelst ausschmücken die Liga der Unsterblichen Challenge, in dem mehrere Blabla mitgemacht haben, 5 Punkte und reihte sich somit ein in die schlechtesten Gamer der Welt. Cool. Irgendwie sowas. Stamina weg. Arrow Cypher. Ich glaube, du nimmst das gerade alles ein bisschen zu ernst. Wir machen ja eigentlich nur ein bisschen Gags mit Tastatur und Maus und so. Chill. Das ist alles nicht so ganz zu ernst zu nehmen. Natürlich spielt er nicht mit Maus und Tastatur. What? Comedy ist wie Sex. Genau, haben wir gestern schon. Also jetzt mal ein bisschen gucken, weil jetzt muss er ja langsam, jetzt kann er ja nicht mehr rumdrucksen. Jetzt muss er ja den Black Knight sich stellen. Warte, ich frag mal im Chat. Da wäre ich jetzt schon gerne oben. Naja. Weil, also gleich, also ist ja, jetzt wird es langsam spannend, Leute. Jetzt können wir langsam uns wieder hier drauf konzentrieren, weil er wird ja entweder den Taurus Demon oder Black Knight gleich machen. Da können wir mal gucken. Also Taurus Demon ist eh einfacher. Also er wird ja auch wissen, dass er, wenn er mit Pine Resin da eh nur 3-4 Schläge braucht. Er spielt übrigens auch mit der Keule, fällt mir jetzt das auf.
Twitch im Light Mode. Ach, diese Diskussion finde ich auch immer lustig. So, da unten ist der Ich benutze Blackmail, alles im Light Mode. Irgendwie, also auch wenn ich auch Screenshots bei Instagram teile oder irgendwas, kriege ich immer mindestens einen oder eine, die sagt, hey, krass, du machst ja alles im Light Mode, hey, wie kann man nur und so. Nee, also, ich mache alles in den normalen Mode. Ich mag das nicht. Also, ich komme mit dem Dark Mode gar nicht klar. Nee, ich bin einfach so richtig so ein iPhone-Kind. Leute, ich habe das, it's no flex, aber ich habe iPhone seit dem iPhone 1 tatsächlich. Seit dem allerersten iPhone. Und ich benutze es einfach immer schon, wie es halt eingestellt ist. Und irgendwann kann man sich nicht mehr umgewöhnen. Ich habe es manchmal so einfach, um mich zu zwingen, um Batterie zu schonen oder wenn es nachts ist oder so, damit ich nicht voll zu viel, wie heißt das nochmal, die Scheiße, Serotonin oder was? Oder irgendwas, Melatonin, irgend so ein Scheiß. Da mache ich dann auch mal in Dark Mode, aber ansonsten mache ich einfach die Helligkeit ganz runter. Krasser Flex. Naja, kein Flex, eher so Leben und Leben lassen, ne, sage ich immer. Dark Mode und Light Mode lassen. Schöne Aussicht hier. Ich glaube, ich will es gar nicht so tun, als wäre das jetzt voll was mich salty macht oder so. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ich finde es einfach so ein bisschen interessant tatsächlich, dass Leuten das so wichtig ist. Obwohl andererseits, ich bin ja auch jemand, der gerne sowas füttert wie bitte keine Ananas auf die Pizza. Von daher, seht ihr Leute, zusammen werden wir schlau. Das ist hier das Stream-Motto, immer schon gewesen. Das ist natürlich Irlands Weltbestseller. Ich habe immer recht und zusammen werden wir schlau. Der Welt aus Irland. Aber... Was redet der von Donny kommt halt nicht aus Deutschland. Also, nicht, dass das ein Problem wäre, aber Irland ist halt einfach viel kleiner und ich bin halt Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland und das ist natürlich viel schwieriger als in Irland der Allerbeste zu sein. Wer so lange ausfällt, hat meistens nichts. Habe ich jetzt geschrieben, Schatz feiert. Ich schreibe jetzt, Irland ist größer als Deutschland. So. Was wollt ihr trinken? Rollt das nee, ich schreibe, warte mal. Wir haben U2. Wir gucken ihn nur ihr habt pur. Ihn uns nur mal an. Wobei, dann seht ihr da unten. Der ist gut. Man kann den Ring snacken und ihn dann von hinten. Habe ich jetzt in den Chat von denen gepostet. Wir haben U2. Anfixen. Ihr habt pur. Oh Gott, ich glaube, ich kriege jetzt keinen Hate ab. Warte, welche Pur-Fans. Was hast du gegen unseren Meine? Na? Gleich geht's auf jeden Fall los mit dem Raid, ne? Also wir machen dann hier Schluss, also so oder so. Nochmal zur Erinnerung, wenn er den Taurus Demon oder Black Knight oder was auch immer, entweder stirbt, ist geil, dann haben wir Gleichstand, oder wenn er ihn besiegt, hat er mich offiziell überholt und dann würde ich auch vorschlagen, geht ihr schön rüber und guckt euch das da an bei Rock Beans. Ich bin dann auch noch im Chat, auf jeden Fall. Hier kommen eh keine geilen Drops. Also wirklich. Aber cool, wir machen das auf jeden Fall bald nochmal, oder? So irgendwas gucken, ich gucke mir das mal nochmal genauer an mit diesem Amazon Prime Watch Party. Ich finde das ganz chillig eigentlich mit euch. Ich habe immer gedacht, man muss hier eigentlich die ganze Zeit immer nur performen, aber irgendwie ist es auch mal lustig, einfach nur abzuhängen. Naja, das habe ich jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber... Also, wir könnten... Nein, gehst jetzt da hoch! Doch, könnten wir doch runtergehen und schon mal ein bisschen rumhaveln. Das, na, da glaube ich, glaub ich eher. Zuerst. Oh, wow, ich hoffe, der geht zu Havel. Bei Havel verreckt der. Da musst du einen einzigen Parry falsch, bist tot halt, ne? Ich kann one-shotten in dieser Phase des Spiels. Jetzt wird es tatsächlich gerade spannend. Jetzt bin ich mal ruhig. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. 100% sure. Aber ich glaube schon. Ja, sobald ich sterbe. Da hat einer geantwortet übrigens im RBTV-Chat. Wir haben Santiano. Was sagst du jetzt? Aber es heilt. Dann sage ich ganz ehrlich: Er hat mich. Und wir fahren raus aufs Meer. Die geile Salzscheiße in meinem Haar. Ich bin ein Segelmann und meine 8 Freunde auch. Wir sind zusammengekastet, aber tun so, als wären wir immer schon Kumpels gewesen. Und zur See gefahren sind wir aber eigentlich auch nie. Santiano, geil, 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 geil. Ungefähr jeder Song von Santiano. Ich finde auch, der Havel ist der Payoff. Meine ist Scorpions, pures Engler. Stimmt, holy moly, gut, danke. Lieber erstmal... Drake hier wird kein Fehler unter. Ich mach sogar den Boss ich mit der Axt, ehrlich gesagt. Was macht er denn jetzt? Es hat im Speedrun eigentlich ganz gut funktioniert. Da schreibt einer gar keinen Fall Havel jetzt. Nee, die sollen sowas nicht schreiben. Doch, Havel wäre jetzt. Ich schreibe jetzt Havel wäre gut.
Wird's jetzt schon scheiße, Leute? Den schafft er, der weiß mit dem Blitz auch. Okay. Ich sag jetzt schon mal gleich tschüss zu euch, war super mit euch. Und dann machen wir einen Raid. Aber da wär geil, das wäre cool, wenn ihr da alle mal schön die Dorangi-Herzen da lasst. Drüben. Egal. Und nur Liebe von mir. Ich bin ja Eddies Kumpel, also ich gönn's ihm ja auch. Aber ich hätte es natürlich geil gefunden, wenn er mal Asylum Demon gestorben wäre. Sag ich natürlich auch ehrlich. Und vergiss die Kristall-Echse der Noob. Ja, aber ich glaube, die ist gar nicht so wichtig, oder? Für so einen Run. Ich glaube nicht, dass er so weit kommt, dass er überhaupt. Hey, Mr. Might, danke dir für die 5 Gifted-Subs. Das ist sehr lieb. Vielen Dank. Und danke für die Tiracha. Einordnung. Die nächsten 5 Punkte. So, jetzt bin ich mal ruhig. Mal gucken. Ich sage, er stirbt tatsächlich. Ach nein, ich muss ja den. Übelst lucky gewesen gerade. Der hat eine Fat Roll auch noch. Scheiße. Das habe ich ja ganz vergessen. Er hat den Plunge-Attack vergessen. Ich dachte schon, er. Ich weiß nicht. Hier kann es eng werden, Leute. Das kennt ihr von mir, von meinen Trainingsruns. Wenn man da jetzt verkackt danach und kann es einen so in die Ecke dingsen, dann kommst du nicht mehr raus manchmal. Pass auf, das kann jetzt hier passieren. Ich glaube, das passiert vielleicht. Mit einer Fat Roll vor allem oder Midroll. Ah, nee, hat er. Oh, ich weiß nicht. Sieht nicht souverän, sieht anders aus. Mein Puls, Alter, man müsste mich an ein Pulsmesser ranschließen. Habe ich auch gesagt vorhin. Ah, ja, das schafft er aber. Jetzt wird er aber gierig, vielleicht wird er gierig. Jetzt hat er halt. Nein, der hätte nur noch einmal schlagen müssen. Nein, zweimal. Okay, doch, das Heilen war gut. Nicht von der Bridge. Mit Schild. Okay, GG. Leute, ich schicke euch rüber. War super schön mit euch. Machen wir auf jeden Fall demnächst wieder. Leute. Nächster Stream sage ich dann mal auf Discord Bescheid, wie immer. Cool, dass ihr heute da wart. Danke für den Support. Und lasst mal ein bisschen Liebe da bei den Rocket Beans. Und dem Eddie. Ja, guck mal, er macht's gleich wie ich mit dem Zittern. Das habe ich auch gemacht. Wir sind übelst ähnlich, Eddie und ich. Rocket Beans TV, ne? Genau. Also Leute, vielen Dank fürs Zugucken. War hammer schön mit euch. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Kommt gern vorbei. Und hoffentlich gehen da richtig viel mit. Guck mal, wir haben jetzt so einen großen Raid, habe ich noch nie gemacht. Jetzt haben wir 800 Leute. Über 1000 wäre natürlich mega. Was machen wir jetzt nicht? Mein größter Raid ist das. Kriege ich ein Achievement bei Twitch neu. Das ist jetzt die Frage. 985. Bogen holen, Drake-Sword holen. Okay, Leute, ich hau euch jetzt mal rüber. Über 1000 wäre geil gewesen, aber passt ja. Demon. Schönen Abend euch noch. Viel Spaß drüben bei Rocket Beans. Ich bin auf jeden Fall im Chat. Vielleicht sieht man mich, aber der Chat ist sehr schnell, aber ich bin da. Also, tschüss. Bis demnächst. Haut rein.